Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung Gesellschaft gemeinsam gestalten, jüdisches Leben in Deutschland heute. Herzlich willkommen sage ich den einigen Gästen, die heute im Kunstmuseum Villa Zanders in Bergisch Gladbach live dabei sind. Sie sehen mich hier gerade ohne Maske, keine Sorge, wir sind alle getestet. Wir achten auf die Sicherheitsabstände, vielleicht das zu Beginn, dass Sie nicht im Laufe der Veranstaltung davon irritiert sind. Ganz herzliches Willkommen auch an Sie alle, die Sie zugeschaltet sind über Zoom. Schön, dass Sie ebenfalls dabei sind und heute den Abend ein bisschen weiter entfernt, aber gedanklich ganz nah bei uns, mit uns verbringen. Im Februar dieses Jahres wurde in der Synagoge in Köln ein besonderes Festjubiläums, ein Themenjahr eröffnet, nämlich 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dieses Jubiläum wird seitdem und ein ganzes Jahr lang in vielfältigen Veranstaltungen bundesweit gewürdigt. Und auch wir heute hier sind Teil dieses bundesweiten Veranstaltungsnetzwerkes anlässlich dieses besonderen Jubiläums. 1700 Jahre oder eigentlich müsste man ja sagen mindestens 1700 Jahre, denn dass es nun wirklich mindestens 1700 Jahre sind, das wird belegt durch ein Dekret von Kaiser Konstantin. Und wie kam es dazu? Salopp gesagt, die Kassen in, Sie ahnen es schon, die Kassen in Köln waren leer. Und deswegen schickte der Kölner Stadtrat in das weit, weit entfernte Rom ein Schreiben an den Kaiser, sie bräuchten da eine Änderung, was die Besetzung des Stadtrates angeht. Denn sie wollten eine Brücke reparieren, die sei marode, hätten aber leider kein Geld. Aber wunderbarerweise in der Stadt Köln gäbe es einen Juden, der bereit sei, auszuhelfen. Er müsse aber nun ein Amt im Stadtrat haben. Und der Kaiser schickte dann per Boten das Dekret gen Köln und ich vermute, dass die Brücke gerettet wurde. Dieses Dokument ist wahrscheinlich gar nicht damals so hoch eingeschätzt worden in der heutigen Bedeutung, wohl aber natürlich hatte es eine gewaltige Bedeutung für die Jüdinnen und Juden in der Stadt. Es waren andere Ämter nun erreichbar, eine andere Mitwirkung in der Stadtgesellschaft möglich. Und für uns heute ist es wunderbar, dieses Dekret zu haben, weil es die erste und die älteste schriftliche Quelle ist, die belegt, dass es in Europa, nördlich der Alpen, mindestens also seit 321 nach Christus Jüdinnen und Juden gab. Diese bundesweite Auftaktveranstaltung im Februar in Köln wurde unter anderem auch besucht von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. In seinem Grußwort würdigte er die Verdienste der Jüdinnen und Juden in Deutschland. Dies sei entscheidend gewesen zum Aufbruch Deutschlands in eine moderne Gesellschaft. Er würdigte ihren besonderen Einsatz in den Wissenschaften, in der Kunst, in der Literatur, in der Musik, in den Wissenschaften, in der Philosophie und natürlich auch in der Wirtschaft. Er erinnerte auch an die besondere Verantwortung Deutschlands, die nicht enden wird, gegenüber den Jüdinnen und Juden aufgrund des Zivilisationsbruchs der Shoah. Und er zeigte sich dankbar dafür, dass es wieder und weiterhin Jüdinnen und Juden gibt, die in Deutschland leben. Und ich möchte gern ein kleines Zitat von ihm bringen. Er sagte, die Bundesrepublik Deutschland ist nur vollkommen bei sich, wenn Juden sich hier vollkommen zu Hause fühlen. Gesellschaft gemeinsam gestalten, jüdisches Leben in Deutschland heute, das ist der Titel unserer Veranstaltung. Wir haben interessante Podiumsgäste heute gewinnen können, die uns berichten werden von ihrem Standpunkt, von ihrem Empfinden, von ihrem eigenen Erleben zum jüdischen Leben hier in Deutschland heute und wie sie sich es vorstellen können, Gesellschaft gemeinsam zu gestalten. Welche Bedingungen gibt es dazu? Welche Herausforderungen? Welche Anteile sehen Sie? Und da bin ich sehr gespannt, was wir heute miteinander hier besprechen können. Bevor wir dazu kommen, darf ich Ihnen einen weiteren besonderen Gast ankündigen, nämlich den ersten stellvertretenden Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises, Ulrich Heimann. Es ist schön, dass Sie heute da sind und wir freuen uns auf Ihr Grußwort. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Frau Wielenz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Podiumsteilnehmer, liebe Freunde des Forums Ost-West, hier vor Ort im Kulturhaus, aber auch zu Hause
vor den Bildschirmen im Stream. Ich darf Sie alle herzlich willkommen heißen im Namen des Rheinisch-Bergischen Kreises, der diese Traditionskulturreihe seit vielen Jahrzehnten mit großer Überzeugung und mit großem Erfolg ausrichtet. Das diesjährige 14. Forum Ost-West hat bereits seit dem 18. Mai begonnen und wird nach den Planungen noch bis zum 1. Juli oder auch eventuell darüber hinaus noch andauern. Dass es unter den gegebenen Umständen überhaupt stattfindet, ist eines der besonderen bemerkenswerten Tatsachen. Die Covid-19-Pandemie hat nicht nur die Vorbereitung einer solchen Veranstaltung äußerst erschwert, aber auch die Durchführung einzelner geplanter Aktionen stand immer unter dem Vorbehalt der Durchführungsbedingungen gemessen am jeweiligen festgestellten Inzidenzwert in unserem Kreis. Leider mussten deshalb einige geplante Veranstaltungen kurzfristig aus dem sehr umfangreichen Programm genommen bzw. auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Das hat dem Planungsteam des RBK Kulturamtes um ihre Leiterin Charlotte Lösch höchst organisatorische und flexible Leistungen abverlangt. Für diesen bemerkenswerten Einsatz möchte ich mich bei Ihnen ganz besonders und dem Team bedanken und bei all den Partnern, die sich bei der Planung und der bisherigen Durchführung des 14. Forums Ost-West engagiert haben. Das diesjährige Forum Ost-West beschäftigt sich nicht zufällig mit dem Thema jüdisches Leben in Deutschland, denn 2021, und das hat Frau Wielens eben schon kurz angedeutet, wird bundesweit 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Aus diesem Grund ist das heutige stattfindende Gesellschaftsforum ein weiterer Höhepunkt in der Veranstaltungsreihe, weil es gelungen ist, in Kooperation mit dem Kunstmuseum Villa Zanders der Stadt Bergisch Gladbach einige interessante Mitglieder für das Podium zusammenzustellen, die sich mit dem Thema Gesellschaft gemeinsam gestalten, jüdisches Leben in Deutschland heute beschäftigen. Das ist heute umso notwendiger, als gerade in diesem Jahr vielerorts antisemitische Kundgebungen und judenfeindliche Proteste in Deutschland das friedliche Miteinander sehr gestört haben. Bei Solidaritätskundgebung für Palästinenser kam es wiederholt zu erheblichen antisemitischen Zwischenfällen. Der Bundestagspräsident Schäuble und andere nannten die Fernsehbilder unerträglich und forderten die volle Härte des Rechtsstaates. Heute jedoch wollen wir uns mit Unterstützung unserer Moderatorin, Frau Melanie Wielens, und den Podiumsteilnehmern die Chance einer gemeinsamen und hoffentlich friedlichen Gestaltung unserer Gesellschaft unter Einbezug jüdischen Lebens in Deutschland nähern. Ich darf mich bedanken bei Ariella Dumesch, Jeschiel Bruckner, Thomas Frings und Dr. Roman Saljutow, dass sie sich dafür heute Zeit nehmen und uns über ihre Erkenntnisse und Erfahrungen berichten. Ich freue mich jedenfalls sehr auf die nun folgende Podiumsdiskussion und wünsche uns alle gute Einsichten und viel Freude. Und ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit herzlich bedanken. Vielen Dank, Herr Heimann. Und ich werde Ihnen jetzt, nachdem ich einen Schritt zur Seite getreten bin, den Platz freimachen und auch den Blick freimachen auf unsere Gäste, die wir heute hier begrüßen dürfen. Ich freue mich, dass heute Abend bei uns sind der Rabbiner Jechiel Bruckner, Rabbiner in der Synagoge in Köln. Herzlich willkommen. Guten Abend. Guten Abend. Bitte schön. Ebenfalls heute bei uns ist Ariella Dumesch. Sie ist Leiterin des Jugendzentrums der Synagogengemeinde Köln. Herzlich willkommen, Frau Dumesch. Ebenfalls heute zu Gast ist Thomas Frings. Er ist Referent für interreligiösen Dialog im Erzbistum Köln. Bitte schön. Und die Runde wird komplett gemacht heute Abend von Dr. Roman Saljutow, Pianist und Dirigent. Willkommen.
Wir sind heute eine große Runde hier und ich freue mich, dass wir miteinander ins Gespräch kommen können. Ich muss ein bisschen meinen weiten Blick hier machen durch diese besonderen Räumlichkeiten des Kunstmuseums und würde gerne beginnen bei Ihnen, Rabbiner Bruckner. Sie sind Rabbiner einer großen Synagogengemeinde in Köln. In den vergangenen Jahren gab es einen großen Zuzug von Jüdinnen und Juden, vor allem auch aus der ehemaligen UdSSR. Ich stelle mir Ihre Synagogengemeinde sehr vielfältig und bunt vor. Und deswegen würde ich gerne fragen, wie würden Sie heute, wenn Sie an Ihre Gemeinde denken, jüdisches Leben in Deutschland beschreiben? Ich danke Ihnen für die Ehre und für das Privileg, hier dabei sein zu dürfen. Jüdisches Leben in Deutschland gestaltet sich auf schwierige Art und Weise. Aber das beginnt nicht bei der deutschen Seite, das beginnt zuerst mal bei der jüdischen Seite. Weil gerade, was Sie soeben bemerkt haben, erwähnt haben, nämlich die zugezogene jüdische Bevölkerung, die Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion, sind Menschen, welche nach 70 Jahren kommunistischem Regime von ihrem Judentum beinahe gänzlich entwurzelt, entfremdet wurden. Und das bedeutet, dass ihre jüdische Identität sehr geschwächt ist, wenn überhaupt noch vorhanden. Ich rede schon gar nicht von Wissen, von Quellen, ich rede nicht von, sagen wir mal, von Angewohnheiten, von Bräuchen, Traditionen. All das ist in der Sowjetunion verwischt, sagen wir mal so ganz einfach. Das Regime hat versucht, während 70 Jahren, dass alle Religionen, aber auch das Judentum, zu einem Museum umzufunktionieren. Das ist aber nicht ganz gelungen. Und die Tatsache, dass überhaupt Juden und Jüdinnen, die aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind, nicht nur nach Deutschland, aber wir reden jetzt von Deutschland, ein Bedürfnis verspürt haben, in der jüdischen Gemeinde aufgenommen zu werden als Mitglieder, das alleine zeugt davon, dass noch etwas von der inneren Glut, vom inneren Bewusstsein übrig geblieben ist. Bei den einen ein bisschen mehr, bei den anderen ein bisschen weniger. Dann muss man aber sofort dann die Frage stellen, okay, jetzt kamen die nach Deutschland und haben sich mit der Gemeinde verbunden. Nicht alle, ja, aber die meisten. Ich habe keine Statistik, aber viele haben sich mit der jüdischen Gemeinde verbunden, wurden mehr oder weniger auch schön aufgenommen. Aber dann stellt sich die Frage, und diese jüdische Gemeinde in Deutschland, wie steht es denn hier mit dem inneren Kern der jüdischen Identität? Wer war denn da? Wer ist in Deutschland geblieben nach der Shoah? Wen haben diese Emigranten hier getroffen? Und das ist natürlich ein sehr interessantes Treffen, denn diese Menschen, die hier in unserer Gemeinde waren bis 1990, als der eiserne Vorhang zwischen dem Westen und dem Osten gefallen ist, Ost-West, die waren ja auch schon, sagen wir mal, in einem Zustand, sagen wir mal, zumindest von einem Konflikt zwischen der jüdischen Identität und der deutschen Identität. Und das in der Nachkriegszeit ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Und das alles kam dann zusammen. Ja, und ist eine gute Grundlage für eine sehr interessante Dynamik, ich würde mal sagen, des Suchens nach der Identität und der Wurzeln, gemeinsam. Jeder aus seiner Sicht und mit seinem Background, aber da ist schon was los. Da ist was los in Ihrer Synagogengemeinde und nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch bei den Kindern und Jugendlichen. Frau Dumesch, Sie als Leiterin des
Jugendzentrums, was ja auch Angebote für Kinder vorhält. Wenn Sie auf das schauen, was Sie erleben im Zusammenarbeiten oder in den Begegnungen mit den Kindern und Jugendlichen, die Sie betreuen, was macht jüdisches Leben für diese Kinder und Jugendliche aus? Wie Ralf Bruckner schon gesagt hat, ist es die Identität, die eine sehr wichtige Rolle spielt. Welche Identität haben die Kinder? Das wissen sie noch im Kindesalter gar nicht. Das müssen sie erst mal herausfinden. Und auf diesem Weg unterstützen natürlich die Eltern mit der Erziehung, aber auch in gewisser Hinsicht die Schule und das Jugendzentrum. Und wir zeigen den Kindern nicht, das ist deine Identität, du bist jüdisch und du musst so machen, sondern eben, schau mal, wie vielfältig es ist, wie viele Andersdenkende es auch noch gibt und dass man die Kinder auf die Zukunft vorbereitet und sie dadurch die Identität selber finden können, wer sie überhaupt sind und wer sie überhaupt sein wollen. Ich gebe die Frage noch einmal ein bisschen anders gewandert weiter an Sie, Herrn Saluthoff. Wie stellt sich Ihre Lebenswirklichkeit dar oder welchen Blick haben Sie auf die Lebenswirklichkeit, die Sie betrachten, wenn Sie an jüdisches Leben in Deutschland denken, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Sie nicht hier geboren wurden, sondern ja auch eingewandert sind? Also ich kann natürlich mehr aus meiner Ecke sehen. Ja, das ist diese große Zuwanderungswelle, ja, jüdischer Migranten aus den ehemaligen sowjetischen Republiken. Und wenn ich jetzt irgendwie daran denke, dann ist die ganz besondere Geschichte des sowjetischen Judentums hier nicht auszuklammern. Ja, denn es geht, also man muss ja schon dabei auch berücksichtigen, wie es den jüdischen Bürgern in der Sowjetunion früher auch deren Eltern, Großeltern ergangen ist und was das damals überhaupt bedeutet hat, jüdisch zu sein, Judentum zu leben, auszuleben und mit welchen gesellschaftlichen Umständen, Gefahren, Problem, das alles verbunden war. Wenn ich natürlich jetzt so aus meiner Perspektive heraus so denke und sie betrachten darf, dann stimme ich Rabbiner Bruckner vollkommen zu, dass viele, die gerade aus den sowjetischen ehemaligen Republiken hierher gezogen sind, dass denen sozusagen dieses Gefühl, die Jiddischkeit, ja, also ja, so Zugehörigkeit zum Judentum, teilweise in erheblichem Maße fehlt. Aber das ist jetzt wichtig zu betonen, das ist nicht deren Schuld. Das ist die Schuld dieser Zeit. Und die Generation, so unsere Eltern, Großeltern, die mussten irgendwie sich damit arrangieren, die mussten irgendwie das überleben. Ja? Also offiziell gab es keinen Antisemitismus in der Sowjetunion, offiziell. Aber inoffiziell gab es Quoten, Prozentquoten, so und so viel Prozent nur von jüdischen Studenten und Studenten durften dann weitergehen. Ja? Oder beispielsweise so mit Promotion, ja, mein Vater konnte gar nicht promovieren. Ja, so Studium, da mal promovieren, hast du einen falschen Punkt. Diesen berühmten fünften Punkt im sowjetischen Pass, Nationalität. Und da ging es nicht sowjetisch wie hier Deutsch, Französisch, da ging es um Volkszugehörigkeit. Da kommt man nicht drum herum und da konnte er nicht promovieren. Einfach so, ihm wurde nicht so direkt gesagt, aber ja, schon was falsch in deiner Vita. Muss richtig sein, aber ist falsch. Einfach mal so. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass die Wunden dieser Vergangenheit, dass die Wunden dieser Zeit und diese schmerzhaften Erlebnisse, diese Diskriminierung, sagen wir so, auf eine andere Art, dass sie auch dazu geführt haben, dass die Leute sich absichtlich zurückgezogen haben, ja, aus Schutzreflex. Ja, also wir wollen jetzt damit weniger zu tun haben, wir respektieren es irgendwie, sprechen zu Hause nur ein bisschen Jiddisch, vielleicht machen was zu Pessach, aber nach außen, nein, alles dicht, alles dicht. Einfach, um sich nicht angreifbar zu machen. Und das, was vielleicht irgendwann nur so als Taktik gedacht, gemeint wurde, hat sich leider als etwas längfristiger ergeben. Und das ist das Problem. So war die Generation von Kindern, von Enkelkindern, dieser Juden aus den 50er, 40er Jahren, so die Großelterngeneration sozusagen,
So haben sie das praktisch übernommen, diesen Selbstschutzreflex, der sich dann noch irgendwie gesteigert hat. Und dieses Problem, also das, das mangelhafte Gefühl der Jiddischkeit, das lässt sich da auch beobachten. Ja, viele Leute auch, ich werde jetzt mal so nicht auf Namen eingehen, aber ich kenne viele und die sagen, ja, irgendwie meine Großeltern, meine Eltern, wir haben damit nichts zu tun. Es ist einfach so, lass bitte die Vergangenheit ruhen. Und das sind Sachen, die man darf, das ist deren Privatleben, man darf hier nicht so tief reinbohren. Ja? Das ist ja nicht unsere Sache, aber auf der anderen Seite, wir sind irgendwie alle eins. Ja? Das ist ein Volk. Ja? Und jeder ist da bei uns irgendwie für den anderen auch mitzuständig, mitverantwortlich. Und es ist wichtig, dass die Wunden der Vergangenheit aufgearbeitet werden. Und darin sehe ich eine der wichtigsten Herausforderungen sozusagen, die jetzt zumindest vor der russischsprachigen jüdischen Community hier in Deutschland stehen. So kann ich das sehen. Also es ist schon viel getan, so die Gemeinden werden aktiver und es gibt viel Aufklärung für Bildung, so mit Jugendlichen, mit Erwachsenen. Aber es ist noch zu wenig Zeit vergangen nach dieser schrecklichen Epoche in der Sowjetunion. Wenn ich Ihnen so zugehört habe, das war ja eigentlich klar, dass man nicht von dem Judentum sprechen kann in Deutschland. Aber gleichzeitig ist durch Ihre drei Antworten für mich schon sehr deutlich geworden, wie unglaublich vielfältig und für welchen großen Herausforderungen, sagten Sie gerade, es auch innerhalb der jüdischen Gemeinden die Menschen stehen. Also das ist schon, ein Punkt zu sehen, wie viel eigentlich auch in der jüngsten Geschichte der Jüdinnen und Juden hier in Deutschland passiert ist. Und jetzt haben wir aber heute Abend diese große Überschrift gemeinsam Gesellschaft gestalten, Gesellschaft gemeinsam gestalten. Und es ging ja, also ich möchte jetzt deswegen einen Punkt weitergehen. Ich nehme wahr, die Herausforderungen, da kommen wir bestimmt noch mal darauf zurück, innerhalb Ihrer Gemeinde. Zugleich das Große, dann noch drumherum, die deutsche Gesellschaft, die da auch noch vielfältig ist. Thomas Frings, an Sie die Frage, gemeinsam gestalten. Wo sehen Sie als Vertreter des interreligiösen Dialogs da so einen Anknüpfungspunkt aus Ihrer Sicht? Nun, wir haben die Aufgabe, also die katholische Kirche hat die Aufgabe bekommen, sich mit den anderen Religionen in Verbindung zu setzen im Zweiten Vatikanischen Konzil, die anderen Religionen kennenzulernen und miteinander zu schauen, wie man für Frieden und für Versöhnung eintreten kann. Das ist leider auch erst eine sehr, sehr kurze Geschichte, die die katholische Kirche hier begeht. Aber ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und jetzt nach 50 Jahren können wir als Katholiken erfreut feststellen, dass es aus der jüdischen Community, auch von jüdischen Autoritäten, positive, wertschätzende Antworten auf genau diese Initiativen gibt und dass es dort Aussprüche gibt wie den Aufruf, gemeinsam mit den Kirchen sich für den Weltfrieden einzusetzen, sich dafür einzusetzen für ein friedliches Miteinander an ganz vielen Orten. Und ich glaube, dass das einfach ein großer Gewinn für die Zukunft der Menschheit sein kann, wenn wir als Religionen Hand in Hand für ein besseres Miteinander eintreten können. Frau Dumisch, Sie nicken so. Was schwebt Ihnen da direkt vor, wenn Sie so das so anzeigen? Kannst du noch mal die Frage wiederholen? Gerne. Sie nicken so. Sie haben so intensiv zugehört und genickt, dass ich dachte, ja, Sie haben direkt mehrere Gedanken dazu. Ach so. Thomas Frings und ich arbeiten auch schon seit einigen Monaten mit noch vielen anderen an Projekten beziehungsweise einem sehr großen Projekt, auch im Zusammenhang mit 1700 Jahre jüdisches Leben in Köln. Es soll eine Mitmachausstellung für die Schülerinnen und Schüler sein ab der 8. Klasse, wo sie eben das Judentum auch näher kennenlernen, persönlicher kennenlernen, auf einer emotionalen Ebene auch irgendwie kennenlernen und nicht nur aus den Schulbüchern das Lesen etwas über die Juden, sondern dass ich dann tatsächlich persönlich da bin und vielleicht noch jemand anders und dass sie Fragen stellen können, in Dialog treten können. Und das ist mir auch besonders sehr wichtig, dass die Kinder lernen, im Dialog mit den anderen zu sein und immer etwas zu hinterfragen. Und in Bezug auf die erste Frage, die Sie gestellt haben, wegen der Identität, ich bin gar nicht auf das Jüdischsein eingegangen, weil das fast schon selbstverständlich ist. Es ist immer ein Kern
von Jüdischkeit in jedem Kind dabei, aber hauptsächlich ist es auch noch der deutsche Kern irgendwo dabei oder der russische oder woher auch immer. Aber das alles ist ein Teil von dem Kind. Und das aber aufblühen zu lassen, das ist dann bei jedem Kind immer unterschiedlich und individuell. Und unsere Aufgabe ist es eben, das zu unterstützen. Deswegen, das Jüdischsein ist da oder das Deutschsein ist da oder das Russischsein ist da, aber das ist bei jedem Kind ganz individuell, wie das dann aufblüht, in welche Richtung das geht. Und unsere Aufgabe ist es, zu unterstützen und zu fördern. Und genau, und in Dialog mit anderen Religionen zu treten, mit anderen Menschen zu treten, für ja, Weltfrieden und Solidarität einzustehen, für Toleranz und Akzeptanz und Diversität in der Gesellschaft, dass die Kinder auch sich gegenseitig auch in der Schule oder im Kindergarten akzeptieren, dass es andere Kinder gibt, die an etwas anderes glauben oder anders aussehen, aber dass es alles eben eins ist und dass ja, wir zusammenleben. Gesellschaft gemeinsam gestalten setzt ja voraus, dass es ein Interesse gibt, etwas gemeinsam zu gestalten. Also ein Ziel wie Verständigung, wie Dialog, wie ganz groß gefasst auch Weltfriede. Das ist natürlich dann ganz groß, aber auch im Kleinen wäre das ja schon erstrebenswert. Herr Bruckner, nehmen Sie das wahr, dieses Interesse jetzt aus Ihrer natürlich auch besonderen Rolle eines Rabbiners in einer deutschen Großstadt? Nehmen Sie wahr, dass es ein Interesse daran gibt? Und wenn ja, wer sind diese Menschen, die daran Interesse haben? Eine große Frage. Jetzt haben Sie mich wieder daran erinnert. Ich habe mit einem wichtigen Menschen über diese Frage diskutiert, vor nicht langer Zeit. Wissen Sie, heute habe ich auf einem Livestream die Ehre oder das Vergnügen gehabt, Zeuge zu sein von einem ganz besonders historischen Ereignis. Wisst ihr was? Heute war die Einführung. Habe ich Ihnen jetzt was weggenommen? Nein. Heute war die Einführung des Militärs, eines Oberrabbiners ins deutsche Militär. Und ich will jetzt kein falsches Wort wählen. Und das war eine sehr würdige Veranstaltung. Da waren wichtige Persönlichkeiten dabei, von der Regierung und natürlich vom Militär. Und von unserer Gemeinde, also ich meine, es ist die jüdische Gemeinde von Deutschland. Und und ich habe mir da so Gedanken dazu gemacht. Ja, da wurde auch hervorgehoben, dass dieses Ereignis in einem gewissen Sinn anknüpft an die Zeit von 1919. Damals war es Deutschland nicht mehr erlaubt, überhaupt sich militärisch aufzurüsten und Konsequenzen des Ersten Weltkriegs. Und damit war das auch das Ende des Militärrabbinats, das damals existiert hat. Denn im Ersten Weltkrieg waren Schreib- und Lese, wie sagt man, 100.000 jüdische Soldaten mitbeteiligt in der deutschen Armee. Können Sie sich das vorstellen? 100.000, von denen auch 12.000 gefallen sind. Ja, ist ja unglaublich. Es ist gar nicht zu verstehen, wie dann nur zwei Jahrhunderte danach, nach diesem unglaublichen, ich würde mal sagen, diese unglaubliche Anstrengung, mehr als das, Aufopferung im wahrsten Sinn des Wortes, der jüdischen Bevölkerung von Deutschland, wie es möglich war, dass die deutsche Bevölkerung das vergessen hat und in den Juden und Jüdinnen nur noch einen existenziellen Feind gesehen hat, den man eliminieren muss, haben doch die sich 20 Jahre vor für sie alle, haben sie ihr Leben eingesetzt. Völlig, es ist ein geschichtliches Phänomen, das man überhaupt nicht, man kann das gar nicht ergreifen.
Und es ist auch schwer zu, man kann dadurch vielleicht besser verstehen, warum so viele jüdische Menschen in Deutschland in den 30er Jahren es nicht wahrhaben konnten, einfach nicht, nicht fähig waren zu verstehen, dass dieser Switch, der einfach nicht logisch war, passiert ist, wo sie, die vor Schulter an Schulter kameradschaftlich sich eingesetzt haben für dieses Deutschland, im sogar, muss man hier sagen, nicht zu unserer Ehre, gegen die eigenen Glaubensbrüder auf der anderen Seite. Was ja völlig verrückt ist, wenn man sich das überlegt. Lieber rede ich nicht darüber. Auf jeden Fall, das war ein enormer Versuch von einer Eingliederung von jüdischer Seite in der deutschen Gesellschaft. Und es war ein riesen Misserfolg. Einen größeren kann man sich gar nicht vorstellen. Quasi, es war eine schlimmere Absage, wie die, die dann die Jüdinnen und Juden in Deutschland erleben mussten, kann man sich gar nicht vorstellen. Und es ist so unvorstellbar, dass man es heute im Nachhinein beinahe nicht wahrhaben will. Ich nenne deshalb auch alleine die Tatsache, dass es heute in Deutschland wieder ein aufblühendes jüdisches Leben hat, das ist eine Tatsache, die ich nicht ignoriere, ein historisches Absurdum, welches Relevanz hat in der Realität. Und weil ich ein realistischer Mensch bin, muss ich von dieser Relevanz sprechen. Ich muss von der Realität sprechen. Und da sprechen Sie an, auf die Frage, so okay, wie geht das jetzt? Wie kann hier ein gemeinschaftliches Gesellschaftsleben entstehen zwischen der jüdischen Gemeinde und der nichtjüdischen Bevölkerung von Deutschland? Und das ist ja eine sehr vielschichtige Frage, weil da gibt es das Individuelle. Wenn ich in Rewe gehe und mit der Frau an der Kasse so ein bisschen Klatsch über das, was gestern vielleicht im Fernsehen gerade war, über Antisemitismus, und vielleicht war ich da drin und sie sagt mir ihre Meinung und es ist alles super nett, oder andere Begegnungen im Schuhgeschäft und so weiter, oder meine wunderbaren Begegnungen mit Herrn Thomas Frings und dem Herrn Weihbischof Steinhäuser, das sind immer faszinierende und sehr angenehme Dialoge. Die sind dann schon nicht mehr ganz individuell, weil da komme ich schon quasi im Gewand des Rabbiners, vertrete die Gemeinde, vertrete das Judentum, und das funktioniert alles sehr gut. Aber wenn Sie mich fragen, und jetzt aber wirklich Interesse, das war doch Ihre Frage, Interesse, auf beiden Seiten. Ich glaube, jeder ist sehr mit sich selber beschäftigt. Ich glaube, wir sind sehr damit beschäftigt, unsere jüdische Identität zu bauen, zu stärken, lernen, wieder zu lernen, sie zu leben. Denn da haben wir einen Scheiterhaufen, den müssen wir wieder aufbauen, zu einem schönen Gebilde. Ich persönlich bin da auch der Meinung, dass das nicht allzu große Chancen hat, aber das ist ein Thema für sich. Aber was wir tun, tun wir mit vollem Elan. Und da bewundere ich auch die Ariela für ihre Pionierarbeit mit der Jugend. Die ist ganz, ganz wichtig. Da wünsche ich mir auch ganz, ganz viel Zusammenarbeit. Und auch mit Herrn Frings, übrigens, haben wir auch schon Dinge uns überlegt, auch mit nichtjüdischen jungen Leuten, da gibt es viel zu tun. Ja, und ich will mal die Frage zurückstellen, wie ist es denn in der nichtjüdischen Bevölkerung? Kann man davon ausgehen, dass wirklich ein Interesse da ist, mit der jüdischen Bevölkerung eine gemeinsame Gesellschaft zu bauen? Gibt es so etwas? Ich habe mich gefragt, ich habe mit Ihnen allen ja Gespräche geführt, und ich gebe Ihre Frage ein bisschen weiter, weil ich mich gefragt habe, welche Relevanz spielt die Religion dabei, gemeinsam Gesellschaft zu gestalten? Ist es, und das würde ich gerne noch einmal weiter mit Ihnen dann im Laufe des Abends weiter diskutieren. Und deswegen würde ich gerne zunächst aber Herrn Saljuthoff noch mal wieder ins Gespräch bringen, denn Sie sind vielfältig engagiert als Pianist, als Dirigent. Sie engagieren sich auch mit einem deutsch-jüdischen Orchester unter anderem. Es gibt ganz viele Dinge, die Sie tun.
Ist Musik, ist Kultur ein Vehikel, einfach eine Art, miteinander Gesellschaft zu gestalten, gemeinsam in Kontakt zu kommen, unabhängig auch von der persönlichen Religion, oder ist es maßgeblich? Also Kunst und Kultur sind natürlich eine sehr universelle Sprache. Ja? Und Sie haben erwähnt, so ein deutsch-jüdisches Orchester. Also um genau zu sagen, ist ein deutsch-israelisches Orchester. Ja? Und da mache ich einen prinzipiellen Unterschied, weil dieses Projekt nicht nur darauf abzielt, Begegnungen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Musikerinnen und Musikern zu ermöglichen, sondern zwischen israelischen Bürgern, jüdischen Israelis, und deutschen, ja, Musikern, europäischen Bürgern. Ja. Und das hat auch ein konkretes politisches Ziel, nämlich weil es immer wieder diese Boykottaufrufe gibt, ja, gegen zum Beispiel Zusammenarbeit mit israelischen Wissenschaftlern, Künstlern, Vertretern des öffentlichen Lebens. Und also das lese ich sowohl im weltweiten, im bundesweiten Maßstab irgendwie verfolgen diese Aktivitäten, als auch im kleineren. Da ist ja keiner Ort wirklich davor abgesichert, sodass es wieder Sympathisanten gibt. Und dagegen gehen wir da auch halt vor. Wir laden israelische Musiker zu uns ein. Wir spielen mit denen, wir kommunizieren mit denen. Wir zeigen einfach, mit uns geht es nicht. Es ist ja kein Boykott. Also wir wehren uns und wir zeigen klare Kante. Hier ist natürlich auch sehr wichtig, diese Kultursprache gerade. Da versteht man sich auch, wenn man nicht Hebräisch spricht und auf der anderen Seite kein Deutsch kann. Kultur und Musiksprache dann vielleicht insbesondere, ja, als eine nonverbale Sprache, die spricht unser Herzen direkt an. Die spielt eine sehr wichtige Rolle, natürlich ein sehr wichtiges Medium. Natürlich kommt es auch dazu, dass man über die musikalischen Themen hinaus auch andere Themenbereiche anschneidet. Und ich sage es mal so, aus meiner eigenen Erfahrung, diese musikalischen Begegnungen, die stehen bei uns im Mittelpunkt und sie schaffen schon eine wichtige Basis für den Vertrauensaufbau sozusagen. Ja, also da kann man schon ganz, ganz anders miteinander reden, miteinander kommunizieren, wobei ich da auch ganz ehrlich sagen muss, ich lade natürlich Leute, sowohl von der israelischen als auch von der deutschen Seite, nur diejenigen, von denen ich weiß, da sind keine Antisemiten, da sind keine Israel-Hasser, da sind keine Sympathisanten, nicht minimal irgendwo Mitläufer. Ja? Also ich habe da nicht sozusagen das Ziel, jemanden aktiv zu bekehren. Das ist nicht die Aufgabe dieses Projekts. Das machen wir indirekt an unserem Beispiel. Ja? Wie wir wirken und wir zeigen, ein Miteinander ist möglich, es muss es sein, es kann ja auch so sein. Ja, Kultur ist eine sehr wichtige Sprache. In dieser Arbeit auch, zum Beispiel in dieser Konstellation mit dem deutsch-israelischen Kammerorchester, ist das entscheidend, ja. Also das schafft schon eine wichtige Basis. Und auch selbst, wenn da viele Leute dazu kommen, die schon sowieso Sympathien füreinander haben, ja. Also Israel-Freunde aus Deutschland oder Deutschland-Freunde aus Israel. Da gibt es immer noch Lücken, so Wissenslücken, die man aufbauen kann. Und diese Begegnungen, die gemeinsame Arbeit, sei es in Israel, sei es in Deutschland, sei es in anderen Ländern, wo wir überall unterwegs waren, von Australien bis auch in vielen Ländern, dann redet man auch viel intensiver miteinander, lernt man voneinander viel mehr. Und ja, das ist ja wirklich ein sehr wichtiges Medium hier. Wenn Sie so begeistert davon berichten, dann scheint es mir fast, wäre das nicht ein Anpack, sich Themen zu suchen, die alle interessieren, jenseits oder unabhängig von der persönlichen Religion. Also mir fällt jetzt nur, wir sind ja hier im Rheinland, Hambacher Forst. So. Hätten wir ein gemeinsames Interesse, zum Beispiel den Klimaschutz nur als ein Beispiel voranzutreiben? Bei Ihnen ist es die Musik natürlich, die Sie begeistert und auch diese Kraft dafür hervorruft. Also ich würde gerne noch mal wissen, was wäre ein Weg? Also wäre es einfacher, erst ein gemeinsames Interesse zu finden, unabhängig von Religion, um sich kennenzulernen, um zu merken, so verschieden, wie wir vielleicht denken, sind wir gar nicht und damit gestalten wir Gesellschaft? Oder ist es wichtig, die Religion direkt auch zum Thema zu machen, weil sie Teil der eigenen Identität oder Teil, also ein großer, wichtiger Teil der Persönlichkeit ist und dann sich erst anderen Themen zu widmen? Was denken Sie? Was könnte helfen? Was könnte Frucht bringen? Bitte schön, dann gebe ich gerne noch mal weiter. Herr Bruckner. Also ich finde es eine gute Idee. Ich finde das an und für sich eine gute Initiative. Ich glaube, es ist richtig, es ist besser,
eben gerade nicht die Themen anzugehen, wo die Verschiedenheiten sind, sondern da, wo man wirklich gemeinsames Interesse hat und wo man miteinander ein Projekt anpacken kann. Sie haben jetzt gesagt, Klima, finde ich ein gutes Thema. Ist auch, ich glaube, ist ein tief jüdisches Thema, insofern, dass ja die Idee der Weltschöpfung, die verankert ist in der Geschichte am Anfang der Bibel, wo wir schon dazu aufgefordert werden, diese Schöpfung, die Gott geschaffen hat, eben auch zu bewahren und nicht gnadenlos auszunutzen, bis wir uns selber zerstören dabei. Also das wäre dann schon tatsächlich, Sie haben recht, ist eine gute Idee. Sport ist auch ein gemeinsames Terrain, das man begehen könnte miteinander. Da gibt es immer auch. Und ich habe auch als ich meine persönlichen antisemitischen Erfahrungen gemacht habe, so ganz am Anfang, als ich noch die öffentlichen Verkehrsmittel in Köln benutzt habe und dann einiges so erleben musste, da kam ich zu dem Gedanke, dass, was für mich am schwersten war die Apathie von den Leuten, die das gesehen haben, wie ich da angepöbelt wurde, diese Indifferenz, diese Gleichgültigkeit oder diese Angst. Und ich habe mir dann gesagt, okay, was hier fehlt, ist Zivilcourage. Und ich muss ehrlich zugeben, das würde mir wahrscheinlich auch fehlen, weil wir generell immer Angst haben, uns zu verstricken in Sachen, die nicht genau zu uns gehören. Also wir sind fähig, einem fürchterlichen Unrecht zuzuschauen, das gerade neben uns geschieht, ohne einzugreifen, weil wir Angst haben, dass dann uns etwas passieren könnte oder dass wir dann nachher angeprangert werden von irgendeinem System. Und dann habe ich mir gesagt, Zivilcourage, und das wurde ja dann unser gemeinsames Thema mit dem Weihbischof auch, Zivilcourage ist etwas, hat nicht nur mit Antisemitismus zu tun. Zivilcourage ist ein Wert, welcher vermittelt werden sollte, welcher gecoacht werden sollte, also trainiert, breitflächig, so möglichst jung schon, damit für jeden Fall, in dem man involviert wird, wo irgendetwas geschieht gegen eine Minderheit oder gegen einen Schwächeren, er muss ja nicht gerade jüdisch sein, es gibt alles Mögliche, dass man die Kraft hat, seine inneren Hemmungen zu überwinden, die wir alle haben, und irgendwie einzuschreiten. Man muss abwägen natürlich, wie einzuschreiten. Ja? Man kann auch einschreiten, indem man dem Opfer seine Sympathie und seine Empathie ausspricht. Ja? Das ist auch schon, das bedeutet auch schon, also ein Intervenieren. Mhm. Also ich sehe da, es gibt schon Gebiete, wo wir uns wirklich breitflächig treffen können und gemeinsame Dinge machen können. Da bin ich auch gerne dabei. Da mache ich mit und ich ermuntere auch, wenn die Ariela dann zu mir kommt und sagt, ob ich da meinen Segen dazu gebe. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Das würde ich gerne auch noch einmal weitergeben, weil Sie sowohl Frau Domisch, aber auch Thomas Frings angesprochen haben mit diesem Begriff Zivilcourage. Herr Frings, was hacken Sie dort aus oder was läuft da? Was planen Sie? Nun, wir haben ganz zu Beginn, also kurz vor der Corona-Zeit im Grunde, ein erstes Treffen initiiert gehabt, wo es genau diesen Gedanken gab, den Rabbiner Bruckner gerade entfaltet hat, dass man junge Menschen aus dem jüdischen, aus dem christlichen, aus dem katholischen Kontext miteinander an einen Tisch bringt und eben ja, im Grunde an den gemeinsamen Werten arbeitet, also ein Eintreten für Mitmenschlichkeit, für Menschenwürde auch in der Öffentlichkeit, und dass man dort die Menschen befähigt, sich zu engagieren und einzuschreiten, wenn gegen Einzelpersonen in der Öffentlichkeit vorgegangen wird. Und Rabbiner Bruckner hat das betont, es geht gar nicht exklusiv darum, gegen Antisemitismus die Stimme zu erheben, sondern gegen jegliche Art von geäußerter Menschenfeindlichkeit. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, um den es mir und uns eigentlich geht, dass man halt ein gemeinsames Projekt, einen gemeinsamen Angang findet,
dass man miteinander ein solches Training durchmacht. Und wenn man als christliche und jüdische junge Menschen sich in so einem thematischen Kontext bewegt, dass man sich kennenlernt, dass man sich näher kommt. Und dann sind wir genau da, was Roman Salüter vorhin gesagt hat, dass wir einander begegnen und an einem Sachthema Vorbehalte gegen eine andere Gruppe, gegen Mitglieder einer anderen Gruppe abbauen können. Ich glaube, das ist eine große Chance, die es braucht. Und ich würde auch erst einmal religiöse Themen nicht in den Fokus rücken. Ich glaube, das braucht es gar nicht, um friedlich und gut miteinander leben zu können. Es gibt fundamentale Unterschiede zwischen Christen und zwischen Juden. Das ist soweit bekannt und das kann soweit zur Kenntnis genommen werden und kann im weiteren Verlauf der Gespräche, wenn man eine gemeinsame Vertrauensbasis gefunden hat, sehr gut auch Thema werden, aber würde ich nicht vorrangig in den Fokus rücken wollen und nicht rücken müssen, sondern vor allem geht es darum, den Menschen zu begegnen und eine positive Assoziation mit diesen Menschen, einfach gute Erfahrungen zu machen, gute menschliche Erfahrungen erst einmal. Und ich glaube, auf dieser Basis kann ganz viel Gutes folgen und ganz viel Gutes passieren. Frau Domesch, die Kinder und Jugendlichen, die bei Ihnen im Jugendzentrum sind und dort an Aktivitäten teilnehmen, sind es ja gewohnt, in einer Umgebung zu sein, zumindest vielfach, die eben nicht unbedingt jüdisch geprägt ist, weil es zum Beispiel in Köln keine Selbstverständlichkeit einer jüdischen Schule gibt, sondern sie gehen in die regulären Regelschulen, die privat sind oder von der Stadt, von der Kommune angeboten sind. Das heißt, das speziell heimatliche Jüdische erleben sie in der Synagogengemeinde und hoffentlich auch zu Hause, aber nicht in der normalen Umgebung im Sportverein oder in der Schule oder sonst wie. Das ist anders als viele andere Kinder es erleben, die ja in der Mehrheit dann vielleicht christlich sind und auch eine christlich geprägte Umgebung haben oder es mehr wiederfinden. Wie schwierig ist es dann für Kinder und Jugendliche, sozusagen zu wechseln oder die eigene Identität zu finden und sich dann auch wieder herauszutrauen, um sowas wie wir es gerade beschrieben haben, unabhängig von Religion zu erleben und Gemeinschaften aufzubauen? Ich würde sagen, es ist sehr schwierig für die Kinder, die vor allem eben nicht die Möglichkeit haben, zu Hause zum Beispiel die Religion auszuleben oder dass die Kreise so unterschiedlich voneinander sind, dass sie sich praktisch schon verstellen. Hier in diesem Kreis benehme ich mich so und in diesem Kreis verhalte ich mich ganz anders. Ich denke, dass die Kinder, die die Möglichkeit haben, eine jüdische Schule zumindest besucht zu haben für eine kurze Zeit oder das mitzunehmen, dass sie schon da ganz viel von gewonnen haben, vor allem auch in der deutschen Gesellschaft, weil sie wissen zumindest, wer sie sind. Sie stellen sich diese Frage vielleicht noch etwas später in der Pubertät, aber sie wissen zumindest schon, das habe ich erlebt und das bin ich, mehr oder weniger. Die Kinder, die eben nicht die Möglichkeit haben, eine jüdische Schule oder einen jüdischen Kindergarten zu besuchen, die stellen sich die Frage später, wenn sie erwachsener werden, viel häufiger und werden mit dieser Sache auch viel häufiger konfrontiert. Es ist vor allem schwierig in der Pubertät bei allen Kindern, ganz egal welche Religion, jedes Kind fragt sich, wer bin ich, was ist mein Ziel, was kann ich der Gesellschaft beitragen? Und es sind auch genau diese gleichen Fragen auch bei jüdischen Kindern. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Und im Jugendzentrum unterstützen wir eben auch diese Fragen, damit die Kinder die sich selber beantworten können mit der Zeit. Das passiert natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Es braucht viel, um Kinder zu erziehen und viel Geduld und viel Absolut. Zeit. Das ist ganz sicher. Das gilt für alle Kinder auf jeden Fall. Ich bin ja hier jetzt in der wunderbaren Situation, dass ich Ihnen Fragen stellen darf. Und ich würde gerne aber an dieser Stelle einflechten, dass Sie, die Sie über Zoom uns verbunden sind, natürlich auch Ihre Fragen einbringen können. Sie haben bei Zoom die Chatfunktion unten in der Menüleiste von Zoom. Und wenn Sie mögen, schicken Sie uns Ihre Frage. Die wird mir dann später eingeblendet, sodass ich die dann stellvertretend für Sie stellen kann an unser Podium. Und wenn Sie hier gerade in dem Kunstmuseum Wähler Zanders sind und auch eine Frage haben,
Da haben wir es ja so gelöst, dass Sie auf Ihren Stühlen einen Zettel haben und den schreiben können und Frau Lösch in die Hand drücken können, sodass auch Ihre Fragen mit aufgenommen werden können. Also wir freuen uns auf Ihre Fragen, die Sie über Zoom oder hier direkt uns mitgeben. Wir haben und keine Angst vor Fragen. Ne? Dann mache ich schon mal weiter, wenn das so ist. Dann mache ich schon einmal weiter. Denn mich würde interessieren, aus Ihren verschiedenen Blickwinkeln heraus, was sind quasi so die Grundpfeiler oder die Grundbedingungen dafür, dass überhaupt Gesellschaft gemeinsam gestaltet werden kann? Ich hatte vorhin gefragt, gibt es überhaupt Interesse? Und Herr Bruckner stellte das ein bisschen in Frage, ob es tatsächlich Interesse gibt beiderseits oder ob nicht jeder so in seiner Spur lebt und solange es gut läuft und man sich nicht in die Quere kommt, ist auch gut. Aber was wären so Voraussetzungen dafür überhaupt, dass man dazu kommt, gemeinsam Gesellschaft zu gestalten? Ich fange jetzt einmal bei Ihnen an, Herr Frings. Ja, sehr gerne. Also aus einer christlichen Perspektive, aus der christlichen Soziallehre heraus, haben wir den Auftrag, Gesellschaft gerecht zu gestalten, uns für Gerechtigkeit einzusetzen und für ein menschenwürdiges Leben für alle zu sorgen. Das ist unser zentraler Fokus, zentraler Auftrag, in die Welt hinein, außerhalb auch unserer eigenen Religions- und Glaubensgemeinschaft hinzuwirken. Und etwas ganz Ähnliches nehme ich eben auch, und ich meine, die christliche Identität fußt oder fundiert ja ganz maßgeblich auf der jüdischen Identität. Und das Judentum oder das jüdische Volk hat ja nun auch den Auftrag, ein Licht für die Völker zu sein, ein Vorbild zu sein und ja, vorbildhaft zu handeln. Und ich glaube, dass das ein guter Anknüpfungspunkt ist, wo wir gemeinsam miteinander schauen können, wie können wir auch Hand in Hand miteinander als Geschwister im Glauben Gesellschaft besser machen, Gesellschaft gestalten und positiv und fruchtbar in die Gesellschaft hinein wirken, auch vielleicht durch vorbildhaftes Handeln und vorbildhaftes Zusammenwirken. Herr Saliutow, Sie überlegen auch, was sind für Sie so Grundbedingungen, dass Sie bereit wären oder dass Sie die Bereitschaft bei anderen Menschen sehen, sich zu engagieren? Also Begegnungen in verschiedenen Themenbereichen, die sind natürlich schön und gut, die sind sehr wichtig. Ich sehe Defizite in einem anderen Kontext, und das ist nämlich Bildungs- und Aufklärungsarbeit. Also wir leben in einer digitalen Welt, ja, und die ganze Information ja aus allen Ecken dieser Welt betreffen ja ganz verschiedene Themen, die strömt in unglaublichen Mengen. Und wenn man sich nur die sozialen Medien da anschaut, einfach was geschrieben teilweise wird zu politischen Themen, auch jetzt so jüngst zu diesen furchtbaren, beschämenden Ausschreitungen hier, so antisemitische Art, so purer Antisemitismus, ist nichts mit Friedensbewegung zu tun, ist alles nur so Tarnmantel. Also da sieht man plötzlich, und ich muss das auch lesen, selbst der Zentralrat der Juden hat da publiziert, hat veröffentlicht, auf der Facebook-Seite, was für unglaubliche Hasskommentare da einfach einfliegen. Im Minutentakt. Und man denkt, ist es schon Mittelalter oder sind wir überhaupt nicht mal rausgekommen? Begegnungen sind wichtig. Ja, ist ja klar. Auch so, aber es ist einfach, über Themen zu reden, die kein Konfliktpotenzial bergen. Ja, es ist einfach, immer Freund zu sein, wenn es deinem Gegenüber gut geht. Das ist einfacher. Ja, irgendwie da, ich bin Israel-Freund. Wenn da was passiert, ja, ist nicht meine Sache, ist nicht mein Bier. Genauso wie Ralf Bruckner schon ganz genau gesagt hat, diese Gleichgültigkeit, ja, diese Indifferenz sozusagen, diese Apathie, die er so auf diese Art leider erleben musste. Ja. Aber bei diesen Fragen gibt's keine Neutralität, darf es keine Neutralität geben. Ja, ich bin nicht dafür. Nein, neutral sein bei der Sache heißt Mitläufer zu sein, Punkt. Da gibt's ja nichts anderes. Und leider wird einfach die Gesellschaft dadurch und auch viele Jugendliche, dadurch, dass die einfach die sozialen Medien so konsumieren, das gehört zu unserem Alltag, da werden Unmengen von Desinformation, von Lügen, von Indoktrinierungen einfach so reingepumpt. Und das ist ja sehr wichtig,
Frau Dumisch hat ja auch schon gesagt, ja, also diese Arbeit schon mit Jugendlichen, also im jungen, in den jungen Jahren anzufangen, ja, also mit jungen Leuten zu arbeiten, sie irgendwie aufzuklären, mit denen zu sprechen. Und genauso hier gilt es schon ab den ganz jungen Jahren, ich sag mal so im Vokabular des heutigen Tages, ja, schon eine Impfung gegen diese tödliche Krankheit zu machen, gegen den Antisemitismus, gegen den Judenhass und gegen den Israelhass. Deswegen sind gemeinsame Bildungsprogramme, die sind enorm wichtig, nicht nur sozusagen passive Begegnung mehr oder weniger auf freundlichen Gebieten, sondern Bildung und Aufklärung von der Wiege an. Denn die Ausmaße sehen wir heute. Und da muss man sich nicht morgen wundern, wenn da irgendwie so in Frankreich zum Beispiel, wenn da 100.000 Juden irgendwie aus Frankreich gehen, aus dem Land, von dem einmal Heinrich Heine, glaube ich, Victor Hugo war das, hat mal gesagt, Frankreich sei das Land, wo jede Asylsuchende, jede Schutzsuchende Schutz findet. Und aus diesem Land, wo da jeder angeblich eine zweite Heimat finden müsste, wandern die Juden heute einfach massenweise aus. Sie fühlen sich in Europa des 21. Jahrhunderts nicht mehr sicher. Und das Problem wird die jüngere Generation übernehmen müssen. Deswegen sind auch Begegnungen mit konfliktaufgeladenen, mit politisch aufgeladenen Themen sehr wichtig. Denn man bespricht gerade das, was den Alltag leider so dominiert und was zu diesen Hassausbrüchen führt. Also das heißt, Begegnungen, ja, aber auch nicht scheuen, Konfliktthemen zu besprechen und wirklich so der Sache auf den Grund zu gehen. Ich musste auch zum Beispiel in dieser Zeit, wenn ich dann so ein paar Minuten dazu sagen darf, in der Corona-Zeit habe ich mich auch im schulischen Bereich engagiert. Also ich habe ehrenamtlichen Unterricht gegeben an mehreren Schulen. Es war eine Ausstellung, die ich begleiten durfte von einem österreichischen Künstler. Manfred Bockelmann ist ein guter Freund von mir, hat seine Zeichnungen freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Eine Reihe davon, das sind Kinder aus dem Konzentrationslager Auschwitz bis 18 Jahre. Also Kinder und Jugendliche in dieser Altersgruppe. Und ich durfte diese Ausstellung an vielen Schulen, im Oberbergischen Kreis, im Rheinisch-Bergischen Kreis, im Großraum Köln, durfte sie vorstellen. Ich hatte teilweise 5, 6, 7 Unterrichtseinheiten am Tag, so mit verschiedenen Klassen. Und da haben wir darüber geredet. Ich habe erzählt über die Vergangenheit, aber dann haben wir gemeinsam versucht, das auf die Gegenwart, auf unseren Alltag zu projizieren. Es war nicht immer einfach und ich hatte Klassen von der 6. bis zur 13. Stufe. Also das heißt, ich musste überall eine richtige Sprache finden, sozusagen mit den jeweiligen Gruppen in einem für sie verständlichen Koordinatensystem zu reden. Aber das haben wir geschafft und es waren teilweise Fragen, ach, warum macht hier jetzt mal, machen die Juden so und man macht Israel das und dies. Ja, pass mal auf, du hast das und das gehört. Wo hast du das gehört? Wer hat dir das gesagt? Ja, lass uns mal hier lesen. Lass uns mal da lesen. Lass uns darüber sprechen. Ich hatte immer zum Beispiel so eine Broschüre mit dabei, mit herausgegeben von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Heißt Pädagogik des Ressentiments. Israel Bild in deutschen Schulbüchern. Ein sehr gründliches Heft. Es war so ein Heft, Heftlein kann man sagen. Aber es werden sehr wichtige Punkte da angeschnitten. Und wir haben darüber auch gesprochen. Das heißt, Begegnungen auch auf diesen Konflikt aufgeladenen Feldern, die sind wichtig. Das heißt, Begegnung ist für Sie wichtig, aber nicht nur auf der manchmal etwas einfachen Metaebene zu bleiben, absolut, sondern auch da, wo es dann schmerzhaft werden kann, die konkreten Dinge, ja, reinzugehen und Bildung, also auch Wissen zu vermitteln, dem nachzugehen. Ja. Jetzt haben wir schon verschiedene Dinge gehört als Grundbedingungen, was wichtig wäre für einen Aufbau einer Gesellschaft, einen gemeinschaftlichen Aufbau. Herr Bruckner, was wäre für Sie so eine Grundvoraussetzung, dass überhaupt gemeinsam gestaltet werden kann? Wenn ich den Enthusiasmus höre von meinem Freund Roman, ja, dann sage ich mir, für mich ist die Grundbedingung eben die, dass wir unseren Leuten genügend Basis geben, weil wir selber, wie schon anfangs erwähnt, zu wenig Wissen haben oder zu wenig starkes Selbstbewusstsein. Ja? Oder manchmal ist einfach, das Selbstbewusstsein ist da, aber die Fähigkeit, das auch zu erklären, ist nicht immer da. Ja? Das heißt, wir müssen eigentlich uns mehr damit beschäftigen, ein Coaching zu machen mit uns selber, damit wir alle gute Botschafter und Aufklärer sind des Messages, von dem Roman spricht, der unter die Leute gebracht werden will. Weil die meisten Leute arbeiten ja
an irgendeiner Arbeitsstelle, wo sie mit nicht-jüdischen Arbeitspartnern zusammenkommen. Ja? Diese Selbstsicherheit, die fehlt sehr oft. Ich habe mich mal, vor circa 2 Jahren habe ich mich versucht, ein bisschen heranzukommen an Familien, deren Kinder so jetzt im Alter sind, 12, 13. Das ist eine wichtige Phase in der jüdischen Tradition. Da gibt es die Bat bzw. Bar Mitzwa. Das ist die Konfirmation, wenn ich mir das richtig sage jetzt. Und ich lade dann Eltern ein mit dem Sohn oder der Tochter ins Rabbinat zu einem Gespräch. Und da bleibt mir in Erinnerung ein sehr, sehr denkwürdiges Ereignis. Ich habe da eine Mutter mit einem Sohn, der lernt in irgendeinem Gymnasium, ich will jetzt nicht sagen, in welchem Stadtviertel, ich kann mich noch erinnern, welches. Und ich frage ihn unter anderem, sag mal, wissen deine Klassenkolleginnen und Kollegen eigentlich, dass du jüdisch bist? Sagt er, nein, das wissen die nicht. Dann sage ich ihm, ja, was meinst du jetzt, was würde passieren, wenn die das wüssten? Was würde passieren, wenn deine Religionslehrerin, die in Katholizismus lehrt, er, der eigentlich jüdisch ist, lernt dort Katholizismus, ist ja interessant für die Allgemeinbildung. Ja, Thomas, bist du einverstanden mit mir? Aber er sollte auch ein bisschen etwas über Judentum lernen, wäre doch eigentlich gut. Genau, also, aber dann sagt er, wenn die Lehrerin das wüsste, die würde in Ohnmacht fallen, sagt er. Dann habe ich der Familie angeboten, hör zu, wir haben in unserer Gemeinde einmal in der Woche Religionsunterricht. Der Sohn würde gesetzesmäßig befreit werden vom Religionsunterricht in der Schule, wenn er zu diesem Religionsunterricht in die Gemeinde käme, einmal in der Woche. Und die Note, die er dann bei uns kriegt für den Religionsunterricht im Judentum, würde ihm angerechnet werden im Zeugnis in der Schule. Das ist alles gesetzlich so festgelegt. Na, was sagen Sie dazu, sage ich. Da sagt er mir, auf keinen Fall. Warum denn? Sagt sie, ja, ich arbeite als Kindergärtnerin in einem allgemeinen Kindergarten und die wissen nicht, dass ich jüdisch bin. Und was ich da alles höre an antisemitischen Bemerkungen, das will ich meinem Sohn nicht antun, sagt sie. Stellen Sie sich mal vor. Das heißt, was für eine Schranke müssen wir überwinden, ich rede schon gar nicht von Interesse, ich spreche von Überwindung der Angst, dazu zu stehen, Judentum lernen zu wollen. Und zwar transparent, offen, ehrlich, dazu zu stehen. Es ist viel Angst da und viel Peinlichkeit. Und das ist unser großes Problem. Wie wollen wir, Roman, solche fantastische Aufklärungsaktionen machen, wenn wir uns selber noch nicht erklären können, weil wir uns selber gar nicht, wir haben Angst, uns selber zu finden. Ich rede nicht von allen. Ich weiß, dass das auch nicht der Headstream ist. Aber auch das gibt es. Ja? Wie hast du es vorher gesagt? Die Dinge von den 7 Jahrzehnten in der ehemaligen Sowjetunion, die sitzen so tief drin, die erlauben heute noch nicht, bei vielen, sich zu öffnen. Ja? Und solche Kinder zum Beispiel muss man ins Jutze, ins Jugendzentrum bringen, damit sie einfach Judentum erleben über den Weg von Zusammensein. Funny. Zusammenfangen, das alleine genügt. Ja, das kann dann ein bisschen das Level von der Angst senken. Aber es gibt schon viele Hürden, die man nehmen muss, bis man überhaupt dahin kommt. Wir reden hier in diesem Gespräch von hohen Idealen wie Weltfrieden und Gesellschaftsverbesserung und von der Realität, die ganz, ganz weit davon entfernt ist. Ja. Und natürlich vielen Zwischenstufen. Ich habe gesehen, dass es schon einige Fragen gibt. Ich werde auch gleich darauf eingehen. Ich würde aber zunächst gerne noch einmal Thomas Frings, der mich signalisiert hat, dass er genau dazu auch was sagen möchte, gerne die Möglichkeit geben. Ja, Rabbiner Bruckner, ich kann diesem Gedanken, den Sie gerade vorgebracht haben, durchaus was abgewinnen, aber das darf in meinen Augen auf gar keinen Fall in dem Trugschluss münden,
dass die Aufgabe, das sprachfähig zu sein gegen Antisemitismus und gegen Diskriminierung, vor allem eine Aufgabe der jüdischen Community sei. Das halte ich für einen ganz fatalen Trugschluss, weil das Beispiel, was Roman Saljutow vorhin gebracht hat, dass er die Fragen stellt, wo kommt diese Information her, wo wird diese Aussage her, das ist richtig und löblich, dass er das aus seiner Rolle, wenn er diese Ausstellung betreut, auch aus seiner jüdischen Identität heraus hinterfragt. Aber das ist nicht die Aufgabe der jüdischen Mitmenschen, diese Fragen zu stellen, sondern es ist die Aufgabe eines jeden und einer jeder von uns. Und das ist das, wo wir auch wieder beim Thema Zivilcourage sind. Diese kritische Hinterfragen, wo kommt diese Abneigung her? Wer hat diese Hassbotschaft in die Welt gesetzt? Wer hat das irgendwie wieder imprägniert? Das ist halt tatsächlich ein großes Problem. Und das ist, finde ich, die zentrale Aufgabe. Wie kann eine menschenfreundliche Grundhaltung und damit auch eine angemessen kritische Haltung gegenüber dem, was in meiner Social-Media-Bubble mir entgegengespült wird, wie schaffe ich es da, eine angemessene kritische Distanz zu gewinnen? Und ich glaube, das ist die zentrale Aufgabe, die es eben flächendeckend gibt, gesamtgesellschaftlich. Und es ist richtig und wichtig, wenn auch jüdische Menschen selbstbewusst ihren Glauben leben können und davon erzählen können. Das ist aber meiner Auffassung nach vor allem ein Problem der Gesellschaft, die das verunmöglicht, und nicht ein Problem der jüdischen Identität, dass die nicht gefestigt genug ist oder wie auch immer das dargestellt ist, was Sie gerade gesagt haben, Rabbiner Bruckner. Starke Worte, lieber Freund. Darf ich was dazu sagen? Bitte, Frau Dumesch. Da ich in der Mitte zwischen den beiden Herren sitze, würde ich auch, glaube ich, die Mitte vertreten. Es gehören beide Seiten dazu. Ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Es ist ein tatsächlicher Teufelskreis, dass wenn man eine Abneigung gegen das Jüdischsein oder gegen den Judentum von irgendwem x-beliebigen mitbekommt, obwohl derjenige nicht weiß, dass man selber jüdisch ist, hat man Angst, es zu zeigen. Gott sei Dank ist mir das nie passiert in meinem Leben und ich konnte mein Judentum und meine Jüdigkeit frei öffnen und stand immer sehr stolz zu meiner Religion. Und dann gab es aber immer neugierige Fragen und so weiter, aber ich bin immer offen drauf eingegangen und ich sehe das eher als ein Dialog und eben das gemeinsame Bilden der Gesellschaft. Aber natürlich, es gehören immer die zwei Seiten dazu, um eben auch die Gesellschaft zu fördern und auch noch viele andere Seiten als nur diese zwei Seiten. Aber sofern alle Positionen dieselben Werte vertreten und die gemeinsamen Ziele vertreten und vor Augen haben und demnach streben, so wird dann auch die Gesellschaft eben gebildet. Das heißt, und ich wollte noch auf die ursprüngliche Frage eingehen, inwiefern die Religion für die Gesellschaft wichtig ist. Eigentlich überhaupt nicht, weil wir Menschen sind alle Menschen und die Religion ist der Glaube, woran der Mensch glaubt. Und der Glaube ist wichtig für einen selbst und der Glaube ist wichtig vielleicht für die Familie und die Tradition, aber für die Gesellschaft, damit die Gesellschaft funktioniert, ist meiner Meinung nach die Religion was Schönes. Es ist ein schönes Accessoire, aber es ist nicht lebensnotwendig für die Gesellschaft, weil im Endeffekt ist eben der Friede und die Einigkeit in der Gesellschaft eben die Grundbasis für das Funktionieren. Und das ist auch bei Kindern sehr bemerkbar. Es gibt Kinder, die berichten im Jugendzentrum, dass sie von Lehrern, viel mehr von Lehrern antisemitische Äußerungen mitbekommen als von Schülern. Und sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil das sind Lehrer, das sind dann Erwachsene. Und da ist es super schwierig, auf einer Ebene zu kommen für die Gesellschaft, damit sie auch eben auch mitbekommen, wie es tatsächlich funktionieren kann und soll. Es ist sehr schwierig, Kinder zu etwas heranzuziehen, was idealistisch ist, was vielleicht andere als Naivität
bezeichnen würden. Aber ist das nicht unser Ziel, dass wir in einer friedvollen Gesellschaft leben, wo jeder akzeptiert wird als was er ist und sich öffnen kann als wer er ist? Sie sind noch mal auf die Frage von vorhin eingegangen, welche Rolle spielt die Religion für den Einsatz einer gemeinsam gestalteten Gesellschaft? Sie haben da gerade klar Position bezogen. Ich könnte mir vorstellen, dass Rabbiner Bruckner die Antwort ein wenig anders verlagern würde. Ja, das ist vermutlich ein sehr großes Gespräch zwischen mir und Ariela, das wir in der Zukunft noch führen müssen. Wir haben schon festgestellt, dass wir uns freuen, dass wir uns hier getroffen haben, um endlich mal miteinander zu diskutieren. Aber gerade dieser Aspekt ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Aber ich meine, generell würde ich mal sagen, auch ich atme an diesem Abend so diese besondere Atmosphäre ein von gemeinsamen Nenner, von Weltfrieden, von den menschlichen Dingen, die wir alle gemeinsam haben, das ist alles okay. Natürlich, wenn wir, Judentum ist nicht nur eine Frage des Individuums, sondern Judentum ist eine sehr, 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 sagen wir mal, konzentrierte Religion. Man kann gar nicht wirklich jüdisch sein, ohne dass man ein Teil ist der Gemeinde. Das geht gar nicht. Wenn wir vom Begriff Tzaddik sprechen, Tzaddik ist der Gerechte, dann, so habe ich es auf jeden Fall verstanden, Tzaddik, natürlich, wir stellen uns da so einen frommen Menschen vor, aber das ist nicht das Ideal. Das Ideal ist, eine fromme Gesellschaft zu sein, ein Tzaddik in Form einer Gesellschaft. Und wir reden jetzt von unserer Gesellschaft, ja, und wie es auch schon hier gesagt wurde, dann in dieser idealen Gesellschaft auch ein Modell darzustellen für die anderen Völker im Sinne und Geiste der Tora, der Bibel. Ja, das ist natürlich ein riesengroßes Projekt und das dauert ein paar Generationen und wird immer wieder gestört wegen irgendwelchen Elementen, die sich da reinmischen im Verlauf der Geschichte. Aber nein, ich kann da gar nicht mit dir derselben Meinung sein. Natürlich, klar, hat jeder seinen eigenen Zugang zu, wie er mit Gott spricht. Und selbstverständlich ist es im Schlusseffekt die eigene Sache. Aber jeder ist ein Teil von einem Ganzen. Und schlussendlich ist es genau das, was du machst im Jugendzentrum. Du bringst alle diese Individuen zusammen, machst mit ihnen eine Aktivität und dann spüren sie, dass sie eigentlich eine Gemeinschaft sind und zu einem Volk gehören. Natürlich, die Religion ist dann nicht das Vordergründige, sondern alleine dieses Erlebnis und diese Erfahrungen vom Zusammensein, die ist so wichtig. Ja, die ist so wichtig auch für spätere Leben, für die Wegfindung. Nicht umsonst gibt es ein Element in der jüdischen Religion, das kann man nicht wegdenken. Das ist die ganze Bibel. Die Bibel erzählt außer vielen Gesetzen, ist die Bibel eine Geschichte von einem Volk, welches schon im ersten Buch bei den Erzvätern ein Land versprochen bekommen hat, das verheißene Land. Und dann ab zweitem Buch Mose, nach der Befreiung aus Ägypten, sich auf den Weg macht dorthin. Das ist grosso modo das Thema der 5 Bücher Mose. Die Versprechung und die Realisierung. Ja, wenn unsere Religion nur eine Sache des Individuums wäre, wozu müssen wir alle in ein Land gehen miteinander und dort zusammen uns arrangieren? Was nicht einfach ist, wer die Nachrichten verfolgt in letzter Zeit mit den Regierungsbildungen in Israel, das ist gar nicht einfach. Wir haben da große, große Probleme. Aber es ist gut. Die Probleme sind da, das sind Herausforderungen. Ist auch ganz klar. Wir sind ja in Israel ein Schmelztiegel von einer
von Bevölkerungen, die aus der ganzen Welt nach Israel zusammenkommen. Alles Mögliche an Kulturen, das sind wirklich alle da. Überall, wo auf der Welt Juden und Jüdinnen verstreut waren, von dort überall kommen wir jetzt in Israel wieder zusammen und wollen jetzt miteinander eine Gemeinschaft bilden, die es schafft, genau was wir da reden, die allgemein menschlichen Werte mit den aus der Tora, aus der Tradition überliefenden Werten zu verbinden und als Gesellschaft zu leben. Ich bin froh, ich bin ein bisschen, ja doch sehr froh, dass wir nicht das große Thema auch noch gemeinsam Gesellschaft gestalten in Israel als Thema haben. Das wäre, glaube ich, noch herausfordernder, als wir das heute uns schon für den Abend Gesellschaft gemeinsam gestalten hier in Deutschland uns gewählt haben. Alles gut, es ist tatsächlich dann nochmal wieder eine Ebene weiter, wie schwierig es sein kann oder wie schwierig es dann in Israel sich darstellt mit so vielen Ursprüngen, mit so vielen Herkünften, Vorstellungen. Und auch hier sind ja die Gemeinden, sowohl die jüdischen Gemeinden als auch die christlichen Gemeinden, als auch die Menschen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, unglaublich vielfältig. Aber wir alle leben nun mal hier auf diesem Fleck, sag ich mal, in Westeuropa, und haben meistens das Interesse, ein gutes Zusammenleben für alle zu realisieren oder herzustellen. Es gab gerade noch ein Zeichen von Herrn Saljutow. Ich weiß nicht, welchen Aspekt Sie ansprechen wollten, aber Sie haben gerade vorhin sich zu Wort gemeldet. Genau, an ein paar Momente möchte ich jetzt mal kurz noch anknüpfen. Herr Frings hat ja auch gesagt, und da gebe ich ihm vollkommen recht, ja, das ist ja sozusagen die Arbeit auf den beiden Seiten, ja, sozusagen nicht nur auf der jüdischen, sondern auch auf der nicht-jüdischen Seite. Und in diesem Kontext zitiere ich immer ganz gerne Napoleon, der mal gesagt hat, die Zivilisiertheit jeder Gesellschaft lasse sich daran messen, wie es der jüdischen Minderheit in dieser Gesellschaft gehe. Ja, sozusagen so ein Zivilisiertheitskriterium. Klar, aber die Arbeit ist doch auch, und klar, dass für ein freundliches, freundschaftliches Miteinander hat ja die einheimische Gesellschaft, sozusagen die nicht-jüdische Gesellschaft, auch zu sorgen, ja, vielleicht auch mehr sozusagen. Aber die Stärkung gerade der jüdischen Stimme, die ist in diesem Kontext auch nicht zu unterschätzen. Denn manchmal, und musste ich auch in verschiedenen Kontexten einfach als Seitenbeobachter oder so direkt involviert in manchen Sachen so einfach erleben, dass die Juden gerne bevormundet werden, dass man irgendwie im Namen irgendwie spricht. Vielleicht sind die ganzen Begegnungen mit Judentum, lassen sich zu, keine Ahnung, 3-4 Phasen zusammenführen. Ich kenne Juden, ich war in Israel, ich war in Auschwitz, ich war in Yad Vashem. Und man denkt, das wäre es dann sozusagen, das würde dann das Recht geben, irgendwie Urteile zu fällen oder dann im Namen der Juden zu reden oder dann sich zu, weiß ich nicht, Antisemitismus-Experten zu erklären manchmal. Aber es ist ja wirklich wichtig, dass jede einzelne jüdische Stimme und vor allem auch da, wo zum Beispiel auch kein besonders aktives jüdisches Leben ist, ja zum Beispiel nicht so in großen Städten, München, Berlin, Köln ja auch, sondern in kleineren Orten, ja, dass da auch sich jüdische Menschen motiviert, animiert und gestärkt fühlen, sich zu den Sachen, zu den Vorgängen zu äußern, die sie nicht richtig finden. Und da ist ja auch jede einzelne Stimme sehr viel wert. Und viele von der nicht-jüdischen Gesellschaft, also viele können sich damit noch nie so wirklich anfreunden. Ich kann ein Beispiel, ohne Namen zu nennen, einfach anführen, also aus meinem meine persönliche Erfahrung. Einmal musste ich mich zu bestimmten Vorgängen so ganz konkret äußern und da habe ich unter anderem gesagt, ich lasse sowas nicht unbeobachtet, ich werde das beobachten, verfolgen und dann irgendwie dementsprechend dann vorgehen. Also ich werde dann Schlüsse ziehen irgendwie daraus. Dann daraufhin kam eine Antwort unter anderem oder Anfrage, in wessen Auftrag handle ich und in wessen Auftrag wolle ich was vorstrecken? Also da denke ich mir, Verschwörungswahn, ja, ich wollte mal zurückschreiben, tut mir leid, muss Sie enttäuschen. Es gibt keine jüdische Weltverschwörung hier. Es ist einfach eine Stimme, eine jüdische Stimme, die findet das und dies nicht richtig und für sie selbst postuliert, ich finde es nicht richtig, ich werde nicht schweigen. Ja, ich wollte mal schreiben, ja, tut mir leid, Yossi Cohen, der ehemalige Mossad-Direktor, hat mich nicht nach Tel Aviv angerufen, nach Tel Aviv berufen und hat gesagt, Roman, machen das und dies.
Und manche denken einfach, ja, was ist denn so, Paranoia, Besessenheit oder einfach so, ja, man will nicht akzeptieren, dass es auch einzelne jüdische Stimmen gibt und die wollen sich äußern. Und es ist wichtig, dass jeder sich motiviert fühlt und dann plötzlich irgendwie, in wessen Auftrag, ja, also die typische antisemitische Verschwörungstheorie, nichts anderes. Das heißt, das ist ein persönliches Erleben von Ihnen gewesen? Okay, das kann ich jetzt dann noch besser verstehen und das verstehe ich auch dann, Ihre Aufregung und Ihren Ärger, dass Sie sozusagen nicht einfach für sich genau, als wird mir sozusagen zu einem Individuum die Möglichkeit oder die Fähigkeit oder das Recht abgesprochen, meinem anderen Namen irgendwie sich zu bestimmten mich betreffenden oder sagen wir so die jüdische Community betreffenden Vorgängen zu äußern. Ja? Als wäre das etwas vollkommen Unerwartetes, Unmögliches. Ja? Irgendwie... Es gibt ja so Gremien, es gibt Zentralräte, es gibt Gemeinden, so, aber hinter diesen ganzen Titeln, hinter diesen ganzen Institutionen stecken auch einzelne Leute, die bestehen aus einzelnen Leuten. Und deswegen ist nicht nur eine gemeinsame Stimme wichtig, irgendwie so Pressesprecher von dem, Pressesprecher von dem Gremium, sondern jede einzelne Stimme, die sich da auswählt. Und man muss die Leute auch daran ein bisschen gewöhnen. Ich habe mich umgekehrt gefragt bei der Vorbereitung für heute Abend, ob es eine gerechtfertigte oder eine überzogene Erwartungshaltung ist an eine zahlenmäßige Minderheit in einer Gesellschaft, die Erwartungen zu formulieren, wir möchten oder wir erhoffen oder wir erwarten, dass ihr Gesellschaft mit uns gestaltet. Also wenn man es zahlenmäßig betrachtet, sind die Jüdinnen und Juden in Deutschland gemessen an den anderen Religionen, gemessen an den Menschen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, eine kleine Gemeinschaft. Ist es eigentlich jetzt dann gerechtfertigt oder ist es überzogen, diese Erwartung zu äußern? Wir möchten gerne bitte mit euch gemeinsam gestalten und wir erwarten ja eigentlich auch, dass ihr mitmacht. Was denken Sie, wie empfinden Sie das? Oder sagen Sie als vielleicht deutscher Staatsbürger oder als Mensch, der hier in Deutschland lebt, unabhängig von der Staatsangehörigkeit, ist es doch selbstverständlich, dass ich mich für das Gemeinwohl einsetze. Also da wäre ich sehr neugierig auf Ihre Antworten. Wenn ich da mich dazu äußern darf, bin aber schon neugieriger, was da für Fragen kommen. Ja, wir haben noch viel zu tun heute Abend. Noch viel zu tun, der Abend ist viel zu kurz. Ich kann die Antwort auf diese Frage nicht von meiner persönlichen Biografie lösen. Ich muss jetzt bei der Gelegenheit doch mal erzählen, dass ich der Sohn bin von einem Vater, der hier auf deutschem Boden war, 1945 in Buchenwald. Und er ist in Polen geboren und hat dort seine ganze Familie verloren. Er ist der Einzige, der es Gott sei Dank geschafft hat zu überleben. Und also ich bin in der Schweiz geboren, weil er dann von den Amerikanern befreit mit einem Kindertransport im Rahmen des Roten Kreuzes der Schweiz in die Schweiz gekommen ist. Natürlich nur temporär, um sich ein bisschen zu erholen. Das wurde dann länger. Er hat es dann fertiggebracht, mit meiner Mutter zusammen eine siebenköpfige Familie aufzubauen. Und von dieser Familie sind eigentlich außer dem Erstgeborenen alle schließlich nach Israel ausgewandert. Und dort hat sich unsere Sippe dann etabliert, Gott sei Dank. Ich nenne das Sippe, weil sie schon mal gab. Gott sei Dank, viele, viele Seelen sind aus dieser einen geretteten Seele entsprungen, Gott sei Dank. Aber ich meine, Sie müssen verstehen, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin und ich bin erst ein paar Jahre hier, natürlich, immer wenn man mit mir spricht über etwas Gemeinsames mit der allgemeinen deutschen Gesellschaft, kommt aus dem, ich kann das nicht mal Unterbewusstsein nennen, kommt aus der ganz persönlichen Erfahrung als zweite Generation der Shoah, dieses Gefühl von, dass mir eine Distanz, ein Bedürfnis zur Distanz sogar kreiert. Ja. Das habe ich auch damals in der Anfangsphase vom Dialog mit dem Weihbischof
Weil auch der Kirche gegenüber habe ich als jüdischer Mensch ein sehr komplexes Verhältnis und bin sehr zurückhaltend. Ich war am Anfang sehr zurückhaltend und musste auch zuerst mal meine ganze persönliche Story mal auf den Tisch legen. Muss aber allerdings bei der Gelegenheit sagen, ich will das nicht verpassen, der Weihbischof hat mir so intensiv und empathisch zugehört und da ist das was Gutes passiert in diesem Gespräch, muss ich sagen, wo viel Offenheit und Transparenz war. Aber eben ein latentes Gefühl der Distanznehmung ist natürlich immer noch da. Ich sage immer, ich kann gut verstehen, dass die deutschen Jugendlichen sagen, was redet ihr mit uns von dem, was damals geschehen ist? Hat doch gar nichts mit uns zu tun. Aber für mich war das gestern. Also für mich ist ein Teil von mir. Ja? Und ich habe auch mit Schülern in Israel, wo ich unterrichtet habe, mit pubertierenden Schülern, so Elfklässlern, die sind schon ein bisschen nach der Pubertät, haben wir diese Exkursionen nach Polen gemacht und haben all die Konzentrationslager und Vernichtungslager besucht. Und die haben dann auch, das ging eine Generation weiter, die Fackel, wurde übergeben zur nächsten Generation und das Bewusstsein von dieser Geschichte ist sehr präsent und ist sehr momentan, ist da. Ja? Und deshalb, das erschwert schon einen so lockeren Dialog. Verunmöglicht nicht, aber erschwert. Für mich. Heißt das, es wäre... Braucht Überwindung. Heißt das nicht, es wäre eigentlich noch eine Zeit nötig dazwischen oder etwas anderes? Also wenn Sie sagen, es fühlt sich für Sie wie gestern an, jetzt die Aufforderung, die Erwartung, jetzt bauen wir gemeinsam unsere Gesellschaft auf. Fehlt da etwas anderes? Und wenn ja, was dazwischen Raum und Luft schaffen würde? Das Einzige, was Raum und Luft schaffen kann, ist tatsächlich eine offene Aussprache, meine ich. Das kann es schon bringen. Aber wissen Sie, die Ereignisse dann wieder, die wieder jetzt heute passieren, die machen einen dann wieder sehr skeptisch. Oder? Und zwar, wissen Sie, ich bin weniger beunruhigt über die Dinge, die schlimmen Dinge, die wir gehört haben im Rahmen dieser Kundgebungen gegen Israel. Die waren erschütternd, aber das beunruhigt mich viel weniger. Was mich viel mehr beunruhigt, ist die scheinbare Unmöglichkeit und Unfähigkeit des Gerichtswesens, des Gerichtssystems hier in Deutschland, sich mit solchen Dingen effizient auseinanderzusetzen. Da gibt es irgendwelche Floskeln in den Statuten der Gerichtsschreibung, die es scheinbar nicht ermöglichen, alle diese Extremisten, das grenzt ja wirklich schon an Kriminalität, was da war. Da war Aufhetzung, da war offene Aufhetzung gegen die Juden. Und das System ist nicht fähig, sich damit auseinanderzusetzen. Das macht mir Sorgen. Das bringt mich dann schon zurück in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, wo es genau dort auch ganz klar eben so war, dass eben die Gerechtigkeit war. Gerechtigkeit, ein großes Wort, aber ja, wo ist die Gerechtigkeit? Doch im Gericht normalerweise auch. Unter anderem, dort stimmt schon mal was etwas nicht. Ja? Also wir haben von den Medien gesprochen vorher, die heute schon sehr Folklore sind, die nicht mehr von dem abhängen, was in der Zeitung steht, sondern von dem, was über alle diese Expressmedien gehen. Aber was ist mit dem Gerichtswesen? Ja? Wo ist die Polizei? Wo sind die Richter? Da mache ich mir große Sorgen. Und dann, da wird man sehr schnell wieder zurückhaltend, skeptisch, gehemmt bei diesem Wunsch, da diese... Aber ich sage, die beiden Sachen existieren nebeneinander. Das ist die Wahrheit. Es gibt diese Skepsis, aber es gibt eben da parallel dazu gibt es auch tatsächlich diese Aktivitäten und es gibt diesen Wunsch, Gemeinsames zu machen. Es ist beides da. Ja,
hätte noch eine Wortmeldung von Herrn Frings, bitteschön. Genau, ich wollte nochmal auf Ihren Gedanken, ob es nicht eine Zumutung an die jüdische Community ist, zu sagen, wir möchten aber jetzt mit euch wenigen, die wir identifizieren können, euch brauchen wir aber unbedingt als Partner. Also ich frage mich das jedes Mal, unabhängig davon, ob es jetzt um eine Gerechtigkeitsveranstaltung geht oder so weiter, oder ob ich nur das Gespräch mit jemandem Jüdischen suche, um mit einer Gruppe in Dialog zu treten. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich Ariella anrufe, gerade jetzt in diesem Jahr 1700 Jahre, es ist halt unfassbar groß die Zahl der Anfragen, die an die Vertretung in der Synagogengemeinde in Köln herankommt. Und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, ach, hier könnte ich dich gut noch mitnehmen, hier, da bräuchten wir noch mal eine junge jüdische Stimme, wäre das nicht was? Und ja, das ist schon, ich empfinde das als Zumutung und überlege das jedes Mal sehr gut, bevor ich eine Anfrage sowohl an Ariella als auch an den Rabbiner stelle, ob wir sie denn ja, mitnehmen können zu einer Veranstaltung, zu einem Gespräch oder Ähnlichem, weil es halt tatsächlich einfach ganz viel ist. Und es, wenn ich den Aufruf, ich habe einerseits immer den Aufruf im Ohr zu sagen, liebe Menschen in den Gemeinden, beschäftigt euch mit euren jüdischen Wurzeln und am besten führt ihr ein Gespräch mit jemandem von der jüdischen Gemeinde, um auch eine jüdische Originalstimme zu hören, um einen Juden mal zu begegnen und kennenzulernen. Und im nächsten Moment denke ich, naja, aber wenn das jetzt alle wirklich täten, wo kämen wir eigentlich hin? Also einfach alleine mit dem Gedanken auch, was mute ich damit der jüdischen Gemeinschaft zu, dass alle das Gespräch suchen wollen. Frau Dumesch, Sie lächeln, wenn Sie das hören. Und Sie sind ja diejenige, die anscheinend immer mal wieder von Thomas Frings für solche Gelegenheiten gefragt wird. Was denken Sie? Ich nehme es natürlich nicht übel. Der Thomas kann mich jederzeit anrufen, wenn es Projekte gibt. Ich muss sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen und ja, wir sind eine Minderheit, aber ich bin eben damit groß geworden. Das heißt, ich wusste von klein auf, dass an mich eine besondere Anforderung immer gestellt sein wird, sofern ich in der deutschen oder in einer anderen Gesellschaft außerhalb von Israel lebe. Ich bin eine Jüdin, die in der Diaspora lebt. Das heißt, ich trage eine Verantwortung, eine gewisse Verantwortung eben, ja, um in Dialog zu treten, um für die Gesellschaft, egal wo man ist, ob es jetzt Deutschland ist oder USA oder sonst wo, man versucht ja, die Gesellschaft immer nach vorne zu bringen und dass es friedlich ist. Deswegen bin ich immer mit diesem Bewusstsein schon aufgewachsen, dass das meine Verantwortung ist. Deswegen habe ich kein Problem damit, gewisse Rollen zu übernehmen. Und deswegen wurde ich ja auch schon, auch als ich noch Kind war, im Jugendzentrum auch selber darauf vorbereitet, dass ich diese Rolle irgendwann auch übernehme. Und diese Rolle versuche ich auch anderen Kindern, von denen ich denke, dass die gewissenhaft damit umgehen können, sie darauf vorzubereiten. Aber das ist eben so. Wir sind 0,1% der deutschen Gesellschaft. Und dann muss man auch noch gucken, wer würde es gerne machen wollen, wer würde denn gerne sprechen, wer würde denn gerne Schulklassen übernehmen und so weiter. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ob es gerechtfertigt, dass es nur eben an unsere Minderheit diese Frage gestellt wird, das würde ich vielleicht sagen, ist nicht ganz fair, um eben die Gesellschaft auch gesellschaftlich zu gestalten, müsste man diese Frage an jeden Einzelnen stellen. An jeden einzelnen Menschen, der diese Gesellschaft mitgestalten möchte, müsste man fragen, was kannst du zu der Gesellschaft beitragen? Wie willst du der Gesellschaft helfen? Und so weiter. Und nicht nur eine spezifische Minderheit, nicht nur eine spezifische Gruppe, sondern diese Frage offen stellen, da es jeden Einzelnen betrifft, der in dieser Gesellschaft lebt. Ich nutze einmal diese kleine Pause, um eine Zäsur zu setzen, dass wir jetzt mal wirklich auch zu der Frage kommen, die schon länger wartet, beantwortet zu werden. Eine Frage hat uns mindestens erreicht über Zoom. Ich lese sie einfach mal vor für Sie, weil ich gerade so in Sitzrichtung des Monitors bin. Eine
Frau einen Gast fragt: Vor einigen Jahren erklärte ich meinem Kind in einer Synagoge, dass, Zitat, damals Deutsche die Juden umgebracht haben, Zitat Ende. Diese Aussage wurde mir von dem Juden, der die Aufsicht führte, als Nazi-Deutsch gespiegelt. Meine Frage an die Runde: Empfinden die Anwesenden dieses auch als falsche Sprache? Ist es diskriminierend, verletzend? Ist es richtiger zu sagen, Arier haben die Juden ermordet? Wir haben gerade vorhin schon mal, glaube ich, so das grob gestreift, diese manchmal auch Unsicherheit, das ins Wort zu fassen oder so. Jetzt hat diese Dame diese Erfahrung gemacht, korrigiert worden zu sein auf etwas, was sie jetzt scheint als angemessene Sprache empfunden hat. Was wäre aus Ihrer Sicht angemessen? Willst du, ja? Vielleicht, ja. Das ist eine sehr schwierige Frage. Denn die Deutschen, ich zähle mich selber zu den Deutschen und viele Juden, die damals umgebracht wurden, sie haben sich selber auch zu der deutschen Gesellschaft gezählt. Aber Arier zu sagen, ist eben auch nicht ganz richtig, weil Arier ist ein Begriff, der von den Nazis geprägt wurde, definiert wurde. Was ist arisch, was ist jüdisch? Also die Frage ist ja, ob es verletzend ist, wenn jemand sowas sagt. Nein, aber also für mich persönlich ist es nicht verletzend. Aber man kann ja immer erklären und bilden, wieso es einen dann verletzen könnte oder wieso eben auch nicht und wo vielleicht der Sprachfehler dann liegt. Nicht nur bei diesem Kind, sondern allgemein, weil viele sagen ja, die Deutschen haben dies und das gemacht und so weiter. Wäre es eine passende Formulierung zu sagen, für Ihr Empfinden, die Nazis, die Nationalsozialistische Partei hat den Völkermord an den Juden vorangetrieben? Oder also was wäre wirklich eine Formulierung, die dieses Problem mit, wie Sie sagen, es gab ja auch deutsche oder jüdische Deutsche. Also Deutsche passt nicht, welcher Begriff wäre passender? Bei mir? Was würden Sie empfinden, ja? Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Nichtsdestotrotz ist meine jüdische Identität sehr stark ausgeprägt, weil sie auf einer sehr familiären und emotionalen Basis gebildet wurde und ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Und mir Tradition und meine Religion mir sehr wichtig sind. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, dass ich kann es gar nicht sagen, es ist gleichgestellt. Ich bin eine deutsche Jüdin. Meine Eltern kommen aus der ehemaligen Sowjetunion, deswegen fühle ich mich auch in Lettland sehr wohl, obwohl ich ja keine Familie mehr dort habe. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich dort bin, ist es auch irgendwo Heimat. Und wenn ich in Israel bin, ist es auch Heimat. Ich denke, es ist schwer, das auf einen Ort festzuhalten. Jetzt Israel weggenommen, weil Israel ist ein spezieller Ort, aber ich würde mich als eine deutsche Jüdin bezeichnen. Diese Formulierungsfrage von der Zuschauerin haben wir noch nicht ganz beantwortet können, aber es scheint wirklich eine schwierige Frage zu sein, ja, wie man das angemessen political correct, sagt man ja, anscheinend ausdrücken kann. Gibt es noch eine Idee? Sonst nehme ich gern die nächste Frage auf, denn wir haben noch weitere Fragen. Aber ich glaube, der Vorschlag, die Nazis, das ist, da nimmt man auch Rücksicht. Wenn man sagt, die Deutschen, ja, dann fühlen sich natürlich zu Recht Deutsche heute damit quasi auch dazugehören. Und das ist eine gewisse Unterschiebung. Das sollte man vermeiden, meine ich doch. Und deshalb ist es, ich glaube, wenn man sagt Nazis, dann hat man ganz genau definiert, das sind die Leute mit dieser Weltanschauung, die haben zu dieser Zeit gelebt und hatten die und die Ambitionen und diesen Aktionsplan und dann hat man die Dinge klar definiert. Ich meine, das sollte man,
glaube, ist vernünftiger. Gehen wir einfach mal zur nächsten Frage. Und da lautet es: Es gibt die junge jüdische Szene in Berlin. Ist das ein neues Miteinander? Baut sich dort ein neues gesellschaftliches Bewusstsein auf? Frau Dumesch, Sie lachen so fröhlich. Sind Sie häufiger in Berlin? Ich habe sehr viele Freunde in Berlin, die ich auch sehr häufig besuche. Und ja, wir sind in der Berliner Szene schon recht gut drin. Ich würde nicht sagen, dass es eine neue jüdische Berliner Szene ist. Wenn man zurück an die 20er Jahre denkt, gab es diese Szene dort auch. Und es ist nichts Neues. Es ist vielleicht etwas Wiederkehrendes oder etwas Beständiges vielleicht sogar. Ja, die jüdische Jugend mag es gerne zu feiern und zu tanzen und Spaß am Leben zu haben. Und Berlin eignet sich hervorragend dafür. Aber das hängt, glaube ich, nicht mit der Religion Judentum zusammen, sondern mit der tollen Stadt Berlin. Also es ist einfach ein anderes gemeinschaftliches Gefühl, eine andere Art, gemeinsam zu sein. Man kann gemeinsam sein im Jugendzentrum, man kann gemeinsam sein in einer Synagoge, man kann gemeinsam sein in einer Feierszene. Das Wichtige dabei ist, dass man eben zusammen ist und dass man eben diese Gemeinsamkeiten teilt. Und ja. Okay. Es gibt noch eine weitere Frage. Also ich würde mir eine jüdische Szene in Köln, fände ich auch eine gute Idee. Jüdische Szene in Köln wäre auch was. Ich weiß nicht genau, was gemeint ist mit Szene, ja, aber Szene kann vieles sein. Szene, da läuft was, da ist Action. Für mich, Ariela, wenn du da ein bisschen was rüberschöpfen könntest von Berlin nach Köln, mit deinen besonderen Beziehungen. Okay. Wenn ganz kurz, bitte. Für mich ist die Frage, ich kenne die 20er Jahre sehr gut, entsteht da in einer Gemeinsamkeit, wo die Religion vielleicht nicht an oberster Stelle steht, entsteht da vielleicht ein Gefühl von Gemeinsamkeit, was sonst so leicht gegeneinander gerät. Dass also eine Szenerie sich bilden kann, wo man sich einander menschlich begegnet und nicht immer über die Hürde der Religion muss. Ich verstehe, was Sie meinen. Frau Bruckner, wollen Sie vielleicht zuerst, dann sage ich was. Nee, ich meine nur, ich glaube, wenn das so ist, dann wird die Religion einfach falsch verstanden und falsch interpretiert von den Leuten, die das so meinen. Ich glaube, Religion muss nicht etwas Ausgrenzendes sein. Religion muss nicht etwas... Ich sehe schon die nächste Frage auch, die an mich gerichtet ist, was die mit jüdischer Identität genau gemeint ist. Ja, ich glaube, wir können unsere jüdische Identität auf höchster, wie soll ich sagen, Turbo, können wir die bilden, stärken und bereichern, ohne dass deshalb es uns unmöglich sein sollte, mit allen anderen Menschen einen sogar intensiven Kontakt zu haben. Im Gegenteil, je mehr du dich selber bist, desto eher kannst du mit dem anderen wirklich einen sehr fruchtbaren Kontakt aufbauen. Das ist nicht nur kein Widerspruch, sondern im Gegenteil. Es ist für mich das einzige Rezept. Sie haben jetzt schon ein bisschen die nächste Frage beantwortet, aber auch auf Ihre Frage ein bisschen ist er eingegangen. Frau Dumesch wollte aber auch zu der Frage, ich gehe noch mal kurz zurück zu der Berliner Szene oder der Frage, wenn die Religion ein wenig beiseite gelassen würde, wäre dann nicht die Hürde geringer und würden wir dann nicht schneller oder besser erstmal in ein Miteinander kommen, so habe ich Sie verstanden. Frau Dumesch wollte dazu was sagen und ich glaube auch Herr Frings. Ich
unterstütze die Meinung von Herrn Bruckner in dieser Hinsicht, weil die Religion ist nicht etwas, was uns teilt, sondern verbindet. Egal wie stark sie auch ausgeprägt ist, und es hängt auch nicht davon ab, welche Religion man hat. Jede Religion hat den Kern, dass man an etwas glaubt. Und der Glaube verbindet auch die Menschen miteinander. Und wenn ich feiern gehe und dann plötzlich Hebräisch im Club höre, dann gehe ich zu diesen Menschen hin und wir reden dann den ganzen Abend zusammen. Und es ist, oder wenn ich, eine andere Sprache höre, dann gehe ich auch hin und interessiere mich dafür. Es ist etwas, was eher verbindet, als es teilt. Aber ich kann verstehen, wieso viele, nicht nur Sie, viele Menschen vielleicht in diese Richtung denken würden, weil es eben die Diversität ist. Aber die Diversität ist etwas, was die Gesellschaft bereichert. Und dazu gehört die Religion eben auch. Nicht nur die Nationalität oder das Geschlecht oder die Hautfarbe, sondern auch eben die Religion. Und das ist ein großer Pluspunkt für jede Gesellschaft. Bitte schön, Herr Frings. Genau daran anknüpfend, also ich glaube, es ist eine spannende Frage, welche Rolle wir der Religion im Kontext auch einer Identitätsbildung oder auch einem im Menschenbild mit einordnen. Also wenn ich eine Person auf ihre Religionszugehörigkeit reduziere, schließe ich damit aus, die Person ganz zu erfassen oder der ganzen Person zu begegnen, sondern man hat immer auch eine religiöse Identität, einen religiösen, ja, Selbstbezeichnung, Selbstbeschreibung mit dabei, das gehört dazu. Und jetzt, wenn wir von der Berliner Szene reden, dann sind es junge Menschen, die sich auch über den Marker, das war vorhin der fünfte Punkt im Pass, so ungefähr, also wo eben auch die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk mit dabei ist. Das kommt dann natürlich nochmal bei der Sprache, ist es nochmal ein anderer Aspekt, weil jemand Hebräisch sprechen zu hören, ist natürlich, damit ist die Trefferquote, dass diese Person auch jüdisch ist, deutlich höher als wenn jemand Französisch spricht oder so. Genau, das ist jetzt nochmal eine Besonderheit vielleicht in der jüdischen Community. Genau, aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu schauen, auch im Miteinander, welchen Stellenwert, wenn ich einer anderen Person begegne, hat denn die Religion dabei? Und muss sie der zentrale Punkt sein? Also ich scanne mein Umfeld ja nicht nach der Religionszugehörigkeit, sondern nach erst einmal danach, ob die Menschen mir sympathisch sind und ob wir gemeinsame Anliegen haben, und vielleicht irgendwo da drin kommt dann auch heraus, dass es eben auch eine religiöse Dimension im Handeln, Denken und Wirken gibt. Herr Saliutow, bitteschön. Ja, also zu diesem Punkt, ja, Bedeutung der Religion dabei, da möchte ich noch was dazu auch ergänzen. Ja, ich finde es, sagen wir so, primär gesehen die Aufgabe der jüdischen Menschen, ihre Beziehung zu der Religion, zu der eigenen Religion, zu der Religion ihrer Vorväter erstmal für sich zu klären. Und danach können sie schon sich mehr oder weniger auf dieses, sagen wir so, Fahrwasser einlassen, da so Begegnungen, und dann so, dass man ohne Gefahr irgendwie sich in eine Gesellschaft sozusagen integriert, ohne die Gefahr, die eigene Identität dabei zu verlieren. Und hier spreche ich gerade aus der so ein bisschen aus der historischen Perspektive. Also letzten Endes, also zum einen, ja, also das jüdische Volk ist ohne, egal wie man dazu steht, ja, ob man sich als nicht religiös oder religiös bezeichnet, das die einzige Evidenz sozusagen, ja, also gewichtige Evidenz. Also ich möchte da in Anwesenheit von eines angesehenen Rabbiners jetzt nicht so viel über die Tora reden, da traue ich mir nicht zu, aber einiges doch. Die Tora, das ist die einzige gewichtige Evidenz der Existenz dieses Volkes. Das heißt, wenn man sagt, ich glaube nicht, wenn man als Jude sagt, ich glaube nicht, dann möchte ich manchmal auch so fragen, glaubst du nicht an die eigene Geschichte? Glaubst du einfach nicht, dass es alles, dass es steht so drin? Also so muss es irgendwann so gekommen sein. Und wenn man das in Frage stellt, okay, das ist die persönliche Sache jedes Einzelnen und jeder Einzelnen, aber ich tue mich schwierig mit diesem Verständnis, man einfach so an die eigene Geschichte, einfach so an die eigenen Wurzeln einfach nicht glaubt. Egal, wie man die eigene Beziehung danach zu der Religion dann auch regelt.
muss man auch nicht vergessen, dass während dieser Exiljahre, 2000 Jahre ohne die eigene Heimat, dass die einzige Heimat der Juden und der einzige Faktor, der einzige zusammenhängende Faktor war nämlich die Tora. Und nicht umsonst hat Heinrich Heine, selbst jüdischer Herkunft, hat mal gesagt, die Tora sei die übertragbare Heimat der Juden. Das heißt, überall, in allen Ländern der Welt, von A bis Z, gab es ja dieses Buch, diese 5 Bücher von Mose, und das war dann die Heimat, die überall mit dabei war. Das heißt, es war die Existenzgrundlage, es war die Existenzquelle, überall, unter allen Umständen. Dann haben wir natürlich diese ganzen Tendenzen infolge der Aufklärung, dann das 19. Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, und jetzt spreche ich ein bisschen aus der Perspektive der sowjetischen Geschichte. Da wurde das sowjetische Judentum mit einem sehr großen, sehr schwerwiegenden Problem konfrontiert, und nämlich Assimilation. Also von sowjetischen Juden wurde richtig gefordert, verlangt, sich zu assimilieren. Ja, also diese Geschichte, die ist sehr kompliziert, wir haben nicht die Kapazitäten dafür, uns heute damit auseinanderzusetzen, aber die Assimilationsgefahr war real. Und sagen wir mal so, das ganze jüdische Leben wurde wirklich auf Sparflamme geführt, so irgendwie so ein bisschen. Mein Großvater zum Beispiel, väterlicherseits, der war in der jüdischen Gemeinde, im Vorstand der jüdischen Gemeinde in Leningrad, hat auch die Blockade da überlebt, und da hat die Synagoge auch ein bisschen als Zufluchtort funktioniert. Die haben da auch viele Leute, nicht nur Juden, sondern Nicht-Juden, alle auch so ein bisschen so behandelt und dann vor Hungernot gerettet. Ja, es herrschte furchtbarer Hunger da in Leningrad. Aber damals konnte ich noch ein bisschen über andere Leute so überliefert bekommen. Es wurde alles auf Sparflamme geführt. Und Herr dann, Luthoff, vielleicht helfen Sie mir ein bisschen, weil ich nicht genau weiß, auf was Sie zurückkommen wollen. Von das, der Berliner Clubszene über die Tora und Assimilation. Helfen Sie mir, dass ich weiter folge. Religion, weiß, die Rolle genau der Religion dabei, die soll man nicht unterschätzen. Ja, also junge Leute, die haben vielleicht so grundsätzlich ein bisschen weniger Affinität dazu, die haben andere Prioritäten. Aber um diese Gefahr nicht zu begehen, dass man auch innerhalb von verschiedenen neu gegründeten Gesellschaften, wie man das auch nennen mag, Gesellschaften, Communities und so, dass man da irgendwie Religion nicht als etwas Störendes, als Störfaktor empfindet, sondern als einfach bereichernd, als selbstverständlich so wahrnimmt, dann muss man selbst erstmal diese Beziehung zu der Religion regeln. Und dann stellt man sich nicht vor diesem Problem. Da kann man sowohl jüdisch sein als auch deutsch, ein deutscher Staatsbürger mit jüdischen Wurzeln. Und dann gibt es diese Probleme nicht. Erstmal muss man Probleme in sich selbst lösen. Ja? Und da spreche ich natürlich mehr aus der Ecke der sowjetischen jüdischen Immigration hierher. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Problem. Ja? Und wenn es dazu führt, dass irgendwann so infolge der Gründung von diesen verschiedenen neuen Kreisen und so, dass plötzlich so grundlegende Traditionen missachtet werden und so, da irgendwie so das Judentum gar nicht so wirklich im Vordergrund steht oder irgendwie so ganz so nur nebensächlich behandelt wird, dann stimmt was in diesem Gleichgewicht nicht. Erstmal für sich regeln, ja, und dann kann man ohne Gefahr. Ich habe verstanden, und ich würde die Überleitung geben, mich jetzt zur nächsten Frage, oder die noch einmal wieder aufgeploppt ist. Vermuten, dass für Ihre jüdische Identität die Tora und die Beschäftigung mit der Religion und das Verankertsein in der Religion, die ja wahrscheinlich in jedem Menschen innewohnende Auseinandersetzung, wie wichtig ist für meine Religion, so habe ich es Sie verstanden, zu Ihrer jüdischen Identität dazugehört. Und die Frage, die aufgeploppt ist, war jetzt speziell an Sie, Rabbiner Bruckner, gerichtet. Was verstehen Sie unter jüdischer Identität oder unter Ihrer jüdischen Identität, und was gehört alles dazu? Die jüdische Identität, übrigens auf Hebräisch, Identität, Zehut. Zehut kommt vom Wort Zeh. Und Zeh heißt dies. Das heißt eigentlich quasi sich definieren. Was bin ich? Ja, also das bin ich. Was bin ich? Also dazu gehört natürlich Wissen, dazu gehört Erfahrung und dazu gehört Involvierung in die Gemeinde. Also drei Dinge. Man kann keine jüdische Identität haben, wenn man nicht mal etwas weiß über sich selber, über seine Religion, über seine Tradition, über seine Geschichte. Ja, ein Wissen muss da sein. Das ist ein Faktor. Und das zweite ist, Judentum ist nicht nur Wissen, Judentum ist Erfahrung. Das heißt, die
die Anwendung der Religion, der Bräuche. Und das Dritte ist die Involvierung in der Gemeinde. Ja, Judentum ist, wie schon gesagt, nicht nur etwas Individualistisches, sondern etwas absolut Kollektives. Diese drei Dinge zusammen, die bilden dann eigentlich diese jüdische Identität. Das ist eine große Arbeit, großes Projekt. Das scheint mir auch so. Wir haben aber noch eine weitere Frage, die einen ganz neuen Aspekt noch einmal reinbringt, nämlich bereitet Ihnen der islamische Antisemitismus Sorgen und haben Sie persönlich negative Erfahrungen machen müssen? Also, wenn ich dazu mich äußern darf, weil ich sowieso gerade dran war. Ja, der macht mir Sorgen. Das ist meine Frage, meine Antwort, ja. Tatsache ist, dass ich, seit ich mich kenne, also schon vom Kindergarten an in Zürich in der Schweiz, immer eine Kippa auf dem Kopf hatte und mit Kippa frei rumgegangen bin. Ja, also... Und dasselbe gilt für Deutschland. Ich bin vor 13 Jahren ungefähr nach München gekommen, war dort 5 Jahre. Ich bin jetzt in Köln seit 3 Jahren. Ich verstecke meine Kippa normalerweise nicht. Ich könnte sie ja verstecken mit einer Mütze. Ich stehe dazu und ich meine, die Gesellschaft ist fähig, das auch zu akzeptieren. Also, aber jetzt vor ein paar Wochen habe ich eine Direktive bekommen. Ich soll bitte nicht mehr meine Kippa offen tragen. Also diese Direktive habe ich bekommen, innergemeindlich von unserem Sicherheitsverantwortlichen. Und ich war ein bisschen verdutzt, habe gleichzeitig einen Artikel gelesen im Spiegel über das, was so hinter den antisemitischen Ausschreitungen steckt, die da geschürt werden von Leuten wie Erdogan in der Türkei und die einen direkten Einfluss haben auf die Leute, die auf ihn ansprechen. Und davon gibt es nicht wenig in Deutschland. Und da habe ich zum ersten Mal zu mir gesagt, hallo, du musst aufpassen. Zwar ist es so, auch wenn ich eine Mütze auf dem Kopf habe, bin ich sehr gut erkennbar als Jude, das ist klar, ich kann mich ja nicht ändern. Aber zumindest aus der Ferne kann man mich nicht sofort, also Ferne würde ja also 50, 100 Meter, kann man mich nicht sofort aufspüren und identifizieren als ein solches. Und das kann vielleicht schon ganz gut sein. Also ich muss jetzt selber einen Prozess machen mit mir selber und ich muss tatsächlich meinen bisherigen Lebensweg verlassen, wo ich ganz offen und ganz locker zu meinem Judentum gestanden bin in der Öffentlichkeit und ich muss es ein bisschen tarnen. So, und das ist tatsächlich, das hat damit zu tun, dass diese Bedrohung ist konkret. Die ist konkret, weil die Islamisten werden dazu aufgerufen. Ich hätte es auch nicht von denen, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, die aus den Ländern, von denen sie kamen, wie Syrien und so weiter. Dort gibt es auch ganz starke antisemitische Doktrinen, die da eingepflanzt sind und die natürlich auch mitschwingen irgendwie. Damit will ich nicht freisprechen den Antisemitismus von der rechten Seite. Es gibt alles, ja. Aber weil die Frage war aufs Islamitische bezogen, musste ich darauf antworten und ich bin tatsächlich, ja, ich fühle mich bedroht. Ich habe auch persönlich verschiedene Erfahrungen gehabt, in der Eisenbahn oder in der Straßenbahn tatsächlich aus dieser Richtung. Nicht nur, aber auch. Herr Frings dazu? Ich halte diesen Aspekt, den möchte ich gerne nochmal unterstreichen, den Rabbiner Bruckner gerade genannt hat. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir, dass die deutsche Gesellschaft, dass die christlichen Kirchen mit all ihrer Geschichte nicht jetzt dem Reflex verfallen, zu sagen, also die schlimmsten Antisemiten sind die Islamisten, die jetzt zu uns kommen. Und wenn wir das schaffen, dem zu begegnen, haben wir mit Antisemitismus kein Problem mehr. Sondern wir haben in der Gesellschaft an ganz vielen Stellen ganz große Baustellen zu bearbeiten,
und auch in christlichen Kontexten immer weiter Baustellen zu bearbeiten. Und genau, ich möchte ganz dringend davon abraten, das zu fokussieren auf islamistischen oder auch auf Israel bezogenen Antisemitismus. Es gibt auch ganz andere Dimensionen, die ganz wichtig zu bearbeiten bleiben. Bleibende Herausforderung ist das. Wir haben noch eine Frage bekommen. Herzlichen Dank. Und ich muss leider an dieser Stelle sagen, das ist die letzte, die wir heute in diesem Zeitrahmen beantworten können. Aber diese Frage hat es noch geschafft, reingenommen werden zu können. Und sie lautet: Wie sehen Sie die Rabbinerin Elisa Klapphack aus Frankfurt? Wenn sie sagt, Sie, wen meint sie? Wer zuerst antwortet, muss dann weiter antworten. Rabbiner Bruckner. Na gut, auf jeden Fall. Generell, ich kenne Frau Rabbiner Klapphack persönlich nicht. Ich habe sie einmal getroffen, aber wir haben kein vertiefendes Gespräch gehabt. Aber wenn ich da ein bisschen allgemeiner antworten darf. Die Frage war doch die, wie sehe ich als orthodoxe Rabbiner, Rabbiner bzw. Rabbinerinnen, die das nicht sind, die eher eine liberale Orientierung haben. Das war die Frage, glaube ich. Meine Antwort ist, ich sehe das natürlich einerseits problematisch, andererseits sehr positiv. Was meine ich damit? Problematisch, weil ich glaube, dass das Judentum, das von den liberalen Rabbinern und Rabbinerinnen vertreten wird, nicht ganz gesetzestreu ist, zum Teil eine sehr, 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 sehr freie Art, die Dinge auszulegen. Ich sehe es aber trotzdem positiv, weil sie dadurch viele, viele, viele verlorene Seelen einfangen, die wir orthodoxen Rabbiner also wir sind für sie einfach keine Adresse. Und ich finde es ein großer Segen, dass es so ein Judentum gibt, das ein bisschen, wie soll ich es mal sagen, reduziert ist, ein bisschen ermäßigt, damit sich Leute damit verbinden können, die es sonst nicht könnten. Weil orthodoxes Judentum ist ein bisschen zu intensiv, ein bisschen zu elektrisiert. Da haben die Leute ein bisschen Angst davor. Ja? Das kann ich gut verstehen, ist okay. Ich sage nur den liberalen Rabbinern und Rabbinerinnen, alles gut und recht, macht eure Arbeit, aber beschäftigt euch bitte nicht mit Übertritten zum Judentum. Das ist ein Thema, das sollte man dem orthodoxen Judentum lassen, weil ansonsten gibt es ein Durcheinander. Ansonsten ist alles okay. Ich muss aufpassen, was ich sage, weil die Frau Rabbiner Klapphack hat ja auch einen ganz netten Bruder, der ist Geschäftsführer von unserer Gemeinde. Also. Sie meinen, sie schickt dann den Bruder, wie man das so früher gesagt hat. Ich habe einen großen Bruder. Ja, genau. Ich werde an dieser Stelle unser Gespräch leider beenden müssen. Wir haben noch so viele Themen, die in der Luft liegen, die eigentlich auf dem Tisch liegen und die ich gerne mit Ihnen ins Wort fassen würde. Aber unsere Zeit heute Abend ist das, was uns jetzt begrenzt. Und tatsächlich war es ein großer Bogen, den wir geschlagen haben mit dem eigentlichen Thema gemeinsam Gesellschaft gestalten, jüdisches Leben in Deutschland heute. Und wir haben viele verschiedene Aspekte angesprochen und dank Ihrer Hilfe da ein bisschen Licht reingebracht und sie vertieft. Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass Sie alle heute Abend unsere Gäste waren und sich geäußert haben, dass Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube gemacht haben, dass Sie wirklich frei hier erzählt haben. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch an das Forum Ost-West als Gastgeber heute, an das katholische Bildungswerk des Rheinisch-Bergischen Kreises und auch an das Kunstmuseum Villa Zanders. Und ich möchte gerne dieses letzte, das Kunstmuseum, auch noch einmal ins Wort nehmen, denn ab dem 19. August wird es wieder spannend hier werden, hier in diesen, Sie sehen ja nur einen Ausschnitt, wenn Sie im Zoom dabei sind. Sie sehen nur einen Ausschnitt quasi vom Foyer dieses Hauses. Aber das Haus selber, die Villa, ist wunderschön. Und in dieser Villa wird ab dem 19. August eine besondere Ausstellung zu sehen sein unter dem
Titel, jetzt muss ich kurz in meinen Unterlagen wühlen, weil hier so viel noch draufsteht, unter dem Titel Fernste Nähen. Zwei Künstler, eine Künstlerin, ein Künstler wurden gebeten, sich mit jüdischem Leben in Deutschland auseinanderzusetzen, etwas dazu zu gestalten. Sie sind, soweit ich weiß, noch dabei, aber der Vernissage ist am 19. August. Die Künstlerin Ulrike Oether hat die deutsch-jüdische Dichterin Else Lasker-Schüler in den Blick genommen und entwickelt etwas dazu. Und der Künstler Michael Witasek hat sich mit dem französisch-litauischen Philosophen und Autor Emmanuel Levinas beschäftigt. Beides also in einer Ausstellung, Vernissages am 19. August. Herzliche Einladung hier dann nach Bergisch Gladbach. Wenn ich das letzte Wort haben darf, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Ich habe hier gesehen auf dem Bildschirm, dass eine gewisse Frau Huppertz schreibt, eine hervorragende Moderatorin. Vielen Dank. Und dem will ich mich anschließen. Und ich glaube, das haben wir, da rede ich im Namen von uns alle. Danke. Danke. Herzlichen Dank. Und ich darf den Abend, darf ich jetzt doch noch ein Wort sagen? Auf jeden Fall. Dann sage ich jetzt herzlichen Dank nochmal Ihnen allen und eine gute Nacht. Wenn Sie noch einen Weg haben, wie zumindest wir hier, kommen Sie gut nach Hause und allen anderen, ja, trotzdem noch einen schönen Abend, auch wenn Sie schon zu Hause sind. Dankeschön.